Frau sagt Ding, Ding, Ding. Das heißt, ich soll hier aufhören, Zwerge durch die Gegend zu schubsen. Ding, Ding, Ding. Ding, Palim, Palim. Palim, Palim, genau. Palim, Palim. Speicher das hier mal, beende das hier mal. 21:01 Uhr. Yep. Wir haben doch keine Zeit. Ja, ja, das steht doch gleich. Nein, jetzt. Das kann doch jetzt auch losgehen. So ist das doch gar nicht mal das Problem. So, das muss dahin. Guck mal, Doc Tom ist da und Uwe Ahn und Sven und Hen und Pit van See und Sunnyfried habe ich hier gesehen und Anne, der Ryan Tech, Out of Jump. Hallo Out of Jump. Was mit der Kamera hier alles so passt, das werden wir gleich sehen. Die ist ziemlich hoch. Die ist ziemlich hoch. Ich finde die hoch. Ein bisschen niedriger, mal gucken, wie das mach dann aussieht. Mach doch mal Bild. Mach doch mal Bild. Guck mal, viel zu niedrig. Nein, ist gar nicht niedrig. Machen. So, zack. Ich bin größer als du. 2 Zentimeter. Das reicht. Nee, es ist mehr. Es sind 6, aber gut. Nie du im wächst, Leben ach, kleiner. Schönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen auf einem Mittwochabend erneut und wieder und so weiter und so fort. Heute geht's weiter, wird fröhlich gebaut und lassen wir uns loslegen. Nein, wir grüßen erst nochmal in die Runde. Wen haben wir denn noch nicht? Die Anne hatten wir, die Jessie haben wir schon. Die Chino. Oh, blups. Chino. Chino hat sich verlaufen. Chino, die Ostfriesennoppe. Was, Chino, die Ostfriesennoppe? Nein, die Ostfriesennoppe ist auf Twitch, ja. Natürlich auch nach Twitch noch ein schönes Hallo. Der Till guckt da noch rein, der Ich einfach guckt rein. Ja, heute ist irgendwie volles Haus. Ich weiß nicht, ob der Steinemeister heute auch noch mit dem Herrn Süßestein und dann ist Blocksloch noch dran. Nee, Steinemeister mit Süßestein war gestern. Weil ich heute die Info darüber gekriegt das habe. War das war gestern, das habe ich gestern gesehen. Das ist Schnee von vorgestern. Siehst genau. Du, so sieht das wieder aus. Ich kriege nur die Hälfte die mit und dann Human ist der Human Show of Earth ist auch da. Jawohl, Janina, Janina ist da. Janina ist da. Wie sieht das eigentlich aus mit den Borns? Sind die dann am 24. auch da oder nicht? Weil ich habe keine Resonanz gekriegt. Borns, Stammtisch, wobei die siehst du am Samstag. Diesen Samstag schon. Wollten sie vorbeigucken. Ja, ja. Na dann. Nach dem Kindergedöns. Okay, nach dem Kindergedöns. Genau. Na dann. Dann ja. Können wir sie ja nochmal. Sicher, öffnen. Also da auch nochmal. Wo stand nix gelesen, wahrscheinlich sollte es heißen. Gelesen, genau. Gelesen. Till, es ist nur wieder Stammtisch übernächstes Wochenende am 24.07. um 16 Uhr. 16 Uhr beginnend, genau. Nur Stammtisch. Fang schon mal an, bevor Eddie sagt, den haben wir schon runtergeschubst hier. Der hat schon den ersten, der wollte schon das erste Mal wieder drauf. Nee, das zweite Mal. Das erste Mal habe ich schon ein Foto gemacht, als er hier gesessen hat. Achso. Und dann wollte er schon wieder drauf. Na ja, dann. Meine Frau hält mich nicht auf dem Laufenden. Till. Selbst ist der Mann. Genau. Aber wir Mädels haben das schon alles. Also wir Mädels connecten uns. Connecten euch. Ihr connectet genau. Euch. Na dann. Connecte mit der Kollekte oder was? Ne. Ne? Ne. Ich glaube, hier war ich irgendwo zu Ende. Sieht gut aus. Ne. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Schön. Aufgeschlagen. Kann man das anfassen? Ja, das kann man anfassen. Nur nicht zu doll schütteln. Warum? Wieso? Was passiert dann? Sonst passiert gar nichts. Das ist Technik. Du, für Dinge, die runterfallen, bist du verantwortlich. Till, die schaut mich gerade selber an wie ein Schaf. Das kann sie gut. Teil sie gleich Janina, ein für Gartenarbeit. Ich weiß von nichts. Nein, am 24.07. Das ist ein Samstag. Samstagnachmittag. Also nicht jetzt kommenden Samstag, sondern darauf den Samstag ist Stammtisch. In Hannover wieder im Grübchen. Wieder. Wieder. Endlich mal wieder. Endlich ja, mal wieder Stammtisch. Wird auch recht voll diesmal. Das ist, freut da mich sehr. Da haben sich einige mehr angemeldet. Wir müssen aber beachten, und das sage ich gleich dazu, wir liegen schon wieder die Tage über 10. Das heißt, wir dürfen auch nur noch uns 10
also 10 Personen treffen. Also Tim und ich, wir fallen dann eh schon raus, weil zweifach geimpft. Da müssen wir dran denken. Wir haben aber mehrere Tische und von daher dürfte das alles kein Problem sein. Ja, wir rücken ja nicht so dicht aufeinander und ist halt nur nicht Tischchen wechsel dich. Ich darf das machen. Ja, ja, du. Wir sollten uns aber auch halt mit Rücksicht. Natürlich. Und so weiter und so fort. War das ab 10? Ich dachte, das wäre erst ab 35. Nein, ab 10. Haben sie das schon wieder geändert, ja? Ich glaube, ab 10. Nee, ab 35 höre ich der Meinung. Wir werden das dann sehen. Genau. Ich sag denen dann so, wir haben so und so viele Leute und dann gucken wir mal und schauen wir mal und machen mal. Ja, cool. So. Endlich mal wieder Zeit. Ja. Natürlich wird das endlich mal. Genau. Wir haben ja noch so einen rosa Hubschrauber. Siehst du, Till und Jan. Psst. Psst. Jetzt hast du es Chino schon verraten, weil die waren nämlich die ganze Zeit am Knobeln, was es gibt. Meine Fresse. Tja. Doc Tom. Was? Chino, wo bin ich da? 31.07. Gut, also die Borns sind auch raus aus dem Zählwerk. Siehste. Gut. Sehr schön. Ich gucke immer darüber, das sieht immer so komisch aus, ich weiß. Ja, wollen wir loslegen, ne? Bevor es wieder zu spät wird und sonstiges. Guten Abend, Fantasteplaster. Grüße dich und herzlich willkommen. Ja. Dann lege mal los und dann sieht das ja jeder hier dort, Jansen, nicht? Ne, war. Gebaut. Ach, 31.07. Genau. Der Mädelstream mit Live Entertainment aus den Tropical Islands. Ach so. Genau. Ach so. Ich hab dir doch so ich das. Ich hab Hunger. Ja, dann mach dir doch mal was zu essen, Anne. Guten Hunger. Lass dir schmecken. Verschluck dich nicht. Da steht Kader drauf. Wo? Da. Da. Ja. Großer Aktuator, wo Kader draufsteht. Aktuator. Aktuator, ja. Eve im Bikini. Nein. Chino, nein. Ich habe einen Tankini, aber keinen Bikini. Eve mit Cocktail in der Hand. Daneben. Ja, Cocktail. Vor allem das Witzige ist, ich habe die Cocktail-Gutscheine sogar noch vom letzten Mal. Wenn die noch gelten? Ja, die gelten. Okay. Habe ich letztens in meinem Täschchen in der Hand gehabt. Und ich so, geil, Gutscheine, Cocktail-Gutscheine. Ja. Muss ich jetzt mal wieder was zusammenklemmen, sehe ich mal. Ist was auseinandergegangen. Sagt ihr ja. Kokosnuss. Nee, Kokosnuss hat Tim. Alle im Bikini. Kokosnuss? Ja, diese Kokosnuss. Der Mädelskram. Genau. Ihr Mann, euren Mädelskram. Du sitzt dann nur wieder in der Activity-Ecke und die Jungs sind irgendwo am Rumlaufen. Dann brauche ich nicht in der... Was der denn? Tisch bebt, der Kater springt hier drauf. Das ist doch nur Eddie. Ja, ja, genau. So. Wie weit bist du denn mit deinem Kutter da? Hä? Ja, genau so weit wie letzte Woche. Gut. Na dann. Da hat sich nichts verändert. Hat sich nichts geändert. Na dann, wollen wir mal ein bisschen was bauen, ne? Burat Badehose. Hen. Nein, das will keiner sehen, dieses hässliche Vieh. Das werde ich nicht tun. Nope. Ich finde ja die Aufreger gerade über den neuen Lego T2-Bus sehr witzig, ne? Da baut Lego das Ganze natürlich nur mit Steinen, die sie da haben. Und dann wird sich darüber beschwert, dass der ja gar nicht so aussieht wie ein T2-Campingbus. Oder dass der halt so abweichend ist vom T2-Campingbus. Oh, ich muss aber ehrlich sagen, also für die Möglichkeiten, die Lego halt mit den Steinen hat, finde ich ihn optisch gut gemacht. Mag ich alleine stehen mit meiner Meinung, aber das ist mir egal. So, Eddie, wir brauchen Teile. Janni, ist klar, Janina, schade. Mhm. Warum baue ich denn die verkehrt rum? Pappnase, du. Nicht. Wie, schon 21 Uhr durch? Japp, Alimente, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Alimente. Willkommen pünktlich, ne? Na, kurz nachpünktlich. Naja, 10 Minuten ist des Lehrers Unpünktlichkeit, oder wie war das? 10 Minuten gerade noch so geschafft in dem Fall. Genau. Gerade noch so. Noch im Zeitfenster.
Das wird finster mit dem Fenster. So. Wo ist denn überhaupt das? Ja, ich bin auch schon wieder am Suchen. Ja. Find auch nur die Hälfte. Ah, siehst du doch nicht. Doch alles gefunden. Alles gefunden. Alles da, wo es hingehört. Na klar. Aber sowas von. So. Das soll jetzt da dran. Na dann. Ach, das sind hellbraune, nicht dunkelbraune, ne? Komm her, du. Komm her, du Ding, du. Ding, du? Du Ding, du. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Teile, die wieder abfallen können, weil da der Finger aneinander doch drum hängt. So. Die Seite habe ich. Jetzt andere Seite. Dir hängt ein Stein am Nagel. Das ist geil. Genau. Wer schreibt? Seit wann fangen wir so pünktlich an, Janni? Ist klar. Akademisches Viertel. Eifel, Regen ohne Ende. Hier zum Glück kein Fluss in der Nähe. Foto TC. Oha, 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 oha. So, was soll ich jetzt machen? Und noch mehr Teile zusammenbauen, ne? Das ist doch gut. Da kann ich ja viel falsch machen. Stange schwarz wechseln. Habe ich. Mein Werkzeug. So, und dann soll das da... Ah, das... Deswegen. Akademisches Viertel. Wo ist das? Gibt's da was umsonst? Das akademische Viertel zu spät. Guten Abend, Holger. Einen wunderschönen. Hallo Holger, grüße dich. Guten Abend. Herzlich willkommen. Von zwei Straßen weiter. Ich? Wie nicht? Nee, Alimente doch nicht. Was von zwei Straßen? Och Hen. Es wird geklemmt und gelacht bis spät in die Nacht. Wenn man sich verklemmt, hat man was verpennt. Das ist geil. Kannst hier keinen Reim drauf machen, ne? Nee. Ah, ist das geil. Aber wenn ich sowas sage, dann ist das schön wieder. So eine 12er Kreuzstange, wo ist die schon wieder abgeblieben? Das ist das falsche Braun. Dann musst du das Richtige suchen. Da. Das und das. Das aber es sieht so aus, als wäre das das richtige Braun. Das ist aber keine aber das ist das Braun passend zur Treppe. Das ist das richtige Braun. Ich nehme das jetzt einfach. Musst dich trauen, brauchst das Braun. Ja. Musst es bauen mit dem Braun. Genau. Ich suche jetzt einen Draht. Eine Dreier lang Kreuz. Ich finde keine. Warum nicht? Das sind grüne Steine, aber nicht das, was ich suche. Hä? Ich habe eine hellgraue in drei lang. Hellgrau suche ich auch, aber so ein rundes Ding. Dann ist das Ding hellgrau und nicht schwarz. Das ist mir jetzt auch Schnurz. Wird schon passen. Meinst du? Weil extra eine schwarze in drei lang werden sie jetzt nicht reingedöngelt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nägel und eine Vierer mit Bremse. Habe ich. Genau so. Nee, das sind so durchsichtige Dinge. Na dann. Was? Ja, bestimmt. Ja, was, wo? Zeig mal. So. Ich möchte wissen, wie weit du mit dem Schiff bist. Dann... Was?
Oh. Ja? Wann? Wer? Wieso? Warum? Mein nur. Ich? Vielleicht. Weiß ich nicht. Nee, nee. Weiß Ich nicht, ob doch du. nicht. Also auf dieser einen Noppe hängt das hier so wie. Wenn du das weiterbaust, wird das schon fest. Nein, das wird nicht fest. Jawohl. Nein, wird es nicht. Wohl. Wird es nicht. Doch. Nein. Doch. Das kann nicht fest werden. Ja, doch, aber. Nein, nicht aber. Das soll hier auf dieser halben, auf dieser Innennoppteil, das soll da rein. Ja, das passt doch auch. Und ja, das fällt auch passt. wunderbar. Guck mal, wie das passt. Das wackelt Nein, um nein, die. das kommt dann da noch dran und dann fällt das auch nicht mehr ab. Oder? 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 Warte doch einfach mal ab, bevor du meckerst. Mecker doch erst nachher. Nee, ich mecker gleich. Bevor ich später wieder vergesse. Wer ist denn Wo, wo, was? Da unten. Ach so, Kulume. Guten Kulume. Abend. Hallo ihr zwei. Hallo du, eine. Einen wunderschönen, erfolgreichen, stressreichen, erfrischenden und erholsamen, erbaulichen, herzlichen, guten, klemmhaften Mittwochabend. Guten Abend, Bomba Bibo. Nicht aufregen. Nein, nie. Wer regt wo? Ich reg, na, nein, ich reg mich nicht auf. Ach, geh mir weg mit der Bengsette. Ich finde die cool. Ich reg mich doch nicht auf. Nein. Nur noch Kavada. Amen. Genau. Szenen in einer Ehe. Ach, Jesse. Der Schweizer natürlich. Schweizer. So. Elli. Wir haben diesen 1x1 in diesem komischen. Was ist denn das überhaupt für eine Farbe? Achso, du suchst auch ein 1x1. Ich suche auch ein 1x1 in hellgrau. Ja, so ein Nöppel nur. In dunkelgrau finde ich ganz viele 1x1. Ich finde keinen in hellgrau. What? Das ist doch noch gar kein hellgrauer in 1x1 sein. Das soll ein transparenter sein. Das ist ja noch besser. Das. Wie war eure Woche? Leider bis wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Na, doch nicht so. Und doch, genau so. Heute war das Wetter sehr durchwachsen. Ach, hier. Sehr durchwachsen. Wie viele brauche ich davon? Einige. Zwei. So, und das soll dann da rein. Na dann. Jetzt da rein. Gut. Ich habe keinen Platz. So. Das mit dem sofort meckern, bevor man es vergisst, werde ich mir merken. Ach so, ja. Oh. Nicht warten, bis später ist. Nein, gleich losmeckern, egal was. Genau. Ist ja erstmal Wumpe. Genau. Dann hat man sich dann schon mal wenigstens von der Seele geweckert, das Ganze. Genau, Johnny ist klar. Dann ist das schon mal wieder aus dem Hirn raus. Das sind 8 da, das ist ein. 4 mal 6 und das soll eine 10 lang sein. Achso, 4 Stück davon noch. Warte. Unwetter und Überschwemmung. Bäume horizontal. Oha. Krass, ne? Macht denn sowas? Warum macht man sowas? Also ich hatte gestern einen schönen Tag. Ja, Out of Jump, genau, ohne mich. Und warum ohne mich? Weil ich es überlesen habe, als Ryan es mir geschrieben hat. Weil Ryan hat es mir geschrieben, als ich gerade im Auto gesessen habe, auf der Autobahn gewesen bin, zwischen Sven Gadget Hamburg und Hannover. Also bist du eigentlich schuld, dass ich es... Dass du es nicht wusstest, genau, weil ich es gar nicht wirklich registriert gelesen habe. Genau. Ja, eigentlich ist Ryan schuld. Der nicht durch die Tür kommt und sagt, Tag, ich habe auch das Job mitgebracht. Genau. Nur weil ich Out of Jump vielleicht irgendwann mal vor 30 Ewigkeiten bei einem Kastenstream vielleicht mal gesehen haben könnte, gekonnt habe. Ich merke mir nur nicht so schnell so Gesichter. Das dauert, bis sich das einprägt bei mir. Hörst? Ich kenne deine Fresse, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Aber ich weiß, wo dein Haus wohnt. Genau, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Super. Aber, ich heute hingehen. Aber deine Nase kenne ich nicht. Genau. Deine Nase passt mir nicht. Das ist noch viel schlimmer, ne? So, wo muss das Kabel hin, damit das da nicht stört? Akira! Einen wunderschönen. Akira, guten Abend.
packe ich das Ah, oh, Bea ist auch da. Hallo Bea. Schönen guten und Abend. Siehst du, Bea schafft es immer zu unserem Stream, aber ich schaffe es nie mal bei ihr reinzuhuschen. Tschüss, tschüss, tschüss. So, jetzt nehme ich das da unten drunter, dann könnte das da auch unten durch. So, so. Freundschaftsanfrage wird storniert. Genau. Gleich doppelt. Ein Doppelstorno. Raus ist raus. So. Das da hin, das so hin. Wenn ich das jetzt Ob hier das auch mit was wird. Fänkchen. Ja, kann ich. Ob das was wird. Ja, schäm dich. Ja, tu ich doch auch. Hallo, Lightning McQueen. Tu ich. Bea, tu ich. Guten Abend, Lightning McQueen. Kommt mich jetzt hin, nach ganz hinten? Wahrscheinlich. Mach das jetzt einfach mal. Gut möglich. Echt krass, wenn man die Bilder aus Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sieht. Da regnet es ja immer noch teilweise heftig. Holger, als ich gestern an dir vorbei bin, mit dem Rad hast du mich erkannt. Mit dem Gesicht am Merken ist also nicht, kann es nicht so schlimm sein. Gut. Also wenn ihr euch nicht erkennt, ja, dann weiß ich auch nicht. Ach, das ist Holger. Ach, das ist der Typ, von dem du sprichst, also der Ehemann deiner besten Freundin. Nee, der jetzt hier auch noch im Stream rumkurzt. Nein, echt jetzt? Ja, ich habe doch gerade, als er reinkam, habe ich gesagt, schönen guten Tag, ein paar Straßen weiter. Ja, zwei Straßen weiter. Wer kann denn, keine Ahnung, wer zwei Straßen Holger. Weiter wohnt. Das ist mehr als zwei Straßen. Holger halt. Der Holger. Machen hier keine Gesichtskontrolle beim Einlass. Nö, dann wäre ich auch nicht da. Oh Mann. So. So, Seitenpaneele montiert. Ich habe auch einen Bauschritt schon fertig. Ist das nicht Doch. Schön? Guck, wird grün. Immer grüner. Noch grüner? Grüner. Ja. Wenn er nicht immer so eine lange Fahrt hätte, ne, wäre das ja auch gar nicht mal so schlimm. Am Out of Jump. Der muss ja mal ein paar Meter fahren. Ja. Oh, ein paar Teile. Was kommt jetzt? Noch ein Motor einbauen. Wieso was? Warum? Hier brauche ich mal ein paar Teile mehr. So. Okay, Lightning McQueen, ja. Finde ich super. So, das ist Gebiet, da können wir mit Wasser verschont bleiben. Achso, ja. Der Shop-eigenen Homepage ist sich auch für 180 drin. Da schreibt er, ach, alles gut, wenn man schon ein lustiges Missverständnis irgendwie. Tja, wenn man denkt, der andere hätte schon gesagt, aber hat er nicht. Hätte ja auch Ryan fragen können, ob er hätte Fahrradkette. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen schönen Nachmittag. Ja, war ganz lustig mit den ganzen Gesprächen. Und dem Schnack. Oh. Danke, Tim, für die schnelle Lieferung und Katalog von Kader. Ja, gerne. Heute bestellt, gestern angekommen, oder? So ungefähr wahrscheinlich. Ja. Aber das, also ganz ehrlich, unser Bücherlädchen hier im Ort ist auch voll Knorke, ne? Ich habe ja nun irgendwie die Schulbuchliste abfotografiert, ne? Per Mail geschrieben, Antwort, ja, kannst du morgen abholen. Danke. Haben sie schon auf Vorrat da liegen, weil die nee, gar nicht. Ist ungefähr. Nee, noch nicht, aber. Hatte ich halt mehr von dem Autobot. Ach ja. Ja, das stimmt. Mold King verbaut mittlerweile sehr, sehr viele Motoren. Ja, danke für den Daumen. Hi, Lone Star.
Sag mal. Der ist frech. Wer? Das Killer. T84. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Na hier, Marco. Ist das Piratenschiff schon fertig? Hasekin, komm du mir mal nach Hannover. Guck mal, ich habe hier so eine tolle Pinzette. Das ist doch nur so klein. Genau, guck mal, aber schau, warte mal, wo ist denn da? Und danke für dein Follow, Till 84. Vorsicht, mein Becher. Latterteile, was ist da kaputt? Na, also ich habe da schon... Mal was vorbereitet? Also zu Weihnachten kann Xantio das bestimmt abholen. So ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nee, Moment mal, das muss er bezahlen, das ist kein Weihnachtsgeschenk. Nee, es ist für ihn ein Geschenk, dass es schon aufgebaut ist. Ja. Wie viele Teile hat das? 3000? Ich hatte es... 280? 3280 Teile. Ich kann die Zahl auswendig. Das ist gefährlich. Wenn ich Zahlen auswendig kann, ist das sehr gefährlich. Was kostet das Schiff? 120 Flocken. Zumindest da, wo du es gekauft hast. Genau. Es soll ja dann auch noch bald dann kommen. Also in der Herbst-Winter-Kollektion bei... Und wenn es dann mal fertig ist, dann sieht das irgendwie so aus. Drups. Die gelbe Deko ist ja gebaut. Ja, die gelbe Deko ist gebaut. Ja. Brauch. Herr Süßestein. Ein wunderschönen. Der Herr Süßestein, guten Abend. Konnte dir deine Herzallerliebste gestern noch irgendwie den Rechner richten, dass das auch alles so funktioniert? Ja, konnte sie. Ihr habt ja den Stream weitergemacht. Müder. Noch müder. Also kurze Info an unseren Loadster. Der Rest ist heute angekommen, musste neu verpackt werden von DHL. Hat der Kacke verpackt oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die kaputten Karton gehabt, wohl da vor Ort. Oh, ich glaube, ich lasse die Kamera heute und dann habt ihr wenigstens ein schönes Bild. Das ist Pauli mit Pauli. Die. So. Sorry. Lol. Ja. geil. So, Bauschritt 42. Weiter bin ich noch nicht. Aber ist doch egal. So, jetzt hat mich Till auch auf der anderen Leitung. Ja. Und Katze. Ja, Katze liegt ja auch. Hm? Armes kleines Eddie-Lein, genau. So, gibt es eigentlich noch irgendwie, ist das ein besonderes, goldenes irgendwas? Oder das würde ich ohne diese Teile. Aber wenn der Anbieter das auf seiner normalen Seite zum handelsüblichen Preis hat, also zum relativ normalen Preis und bei Amazon zu den Konditionen, da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass er da die Großhandelskonditionen irgendwie eingeklemmt hat oder so. Didim, 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 didim. Nee, didim habe ich nicht. Nee, irgendwie gibt es, ist das ein Braun. Das sieht aber irgendwie nach einem Goldton aus. Guck mal. Ein Goldbraun? Aber gibt's nicht. Gibt's nicht in Dark Red? In... Hä? Wo? Das da. Das. Das sieht so ein bisschen glitzerig aus. Ne, das ist aber das klassische hier, dieses rund im Braun. Ja, ne? Das dunkelbraun, ja, das Dark Brown. Das Braun. Braun. Das Braun-Braun. Das Braun-Braun. Braun-Braun. Nicht Goldbraun, sondern Braun. Braun. Genau. Braun. Was habt ihr nächste Woche geöffnet oder seid ihr auf Urlaub? Jetzt kommende Woche, also nächste Woche bezogen auf bis zum 24. bin ich auf jeden Fall noch da. Und dann bis... Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau. Also dann Montag, Dienstag und Mittwoch. Nee, Montag? Doch. Machst du Montag auf? Dann mache ich den Montag auch auf. Ja, natürlich. Ja, siehst du, dann macht Tim Montag sogar auf. Ich mache Montag immer nach Bedarf auf. Das heißt, wenn ich Bedarf habe, dass ich es aufmachen möchte, mache ich es auf. Habe dann übers Handy gestreamt, das natürlich überhitzte. Ja, der süße Stein. Ging alles drunter und drüber.
Alles Weitere kann ich dir nächste Woche erzählen. Ja, bringst du Anja eigentlich mit? Ja, ne? Also Herr Sösestein ist auch dabei, ja? So wie er gerade sagt, ja. Weil ich habe halt noch nicht von allen eine Rückmeldung Der kriegst du erhalten. ja jetzt. Ja, Kann ich dir super. nächste Woche erzählen? Heißt, Herr Sösestein ist zum Ist Treffen am 24.07. ab 16 Uhr mit dabei. dann auch mit dabei. Die Borns sind sowieso durch, also auch dabei. Natürlich, siehst du? Also natürlich, dass Anja mitkommt oder natürlich, dass du da bist. Also beides natürlich, gehe ich jetzt von aus. Das ist Voraussetzung. Thoraisch. Guten Abend, Thoraisch. Nochmal ein allgemeines Hallo in die Runde. Selber basteln und chatten übersteigt meine Fähigkeiten. Typisch, Mann. Aber ganz ehrlich, ich bin ja auch gerade eher am Quatschen als am Bauen. Weißt du, das funktioniert nämlich auch nicht, weil mit den ganzen kleinen Teilen da sich zu konzentrieren ist schwer. Konzentrieren. Und ich muss halt auch gucken, wo ich welche Teile reinstopfe. Ansonsten ist das wieder dieses Rückwärtsbauen, ne? Du hast nichts gelesen. Das ist hier im Stream Wo stand das denn? veröffentlicht. Ich habe nichts gelesen. Was denn? Na, das ist. Was? Ach, die Was? Suche hat das hier ergeben. Na, dann bin ich ja froh. Was will die denn? So, warte mal, wo ist Warum will denn? die ACDC-Album Power Up? Okay. Warte mal, warte mal. Samstag, 24.07.2021. Da. Ab 16 Uhr Stammtisch Hannover. Jetzt kann das Janina auch lesen. Thoraisch hat Probleme wegen der Impfung. Ja, man kann auch irgendwo immer Ausreden finden, ne? Pins und noch mehr Pins und noch ein paar Pins. Was da reinfließt. Janina, danke, angekommen, damit sie es gelesen hat. Wir sind dabei. Gut. Kannst du das als, also die Borns und Herr Sösestein und Anja? Ja. Kriegst Ja. du das auf deinen To-Do-Zettel? Ja. Zu Gut. denen, die da schon draufstehen. Dann werden wir nächste Woche mal bei euch reinschauen, wenn wir schon mal oben sind. Ja, bitte, Sanifred, gerne. Guckt mal. Also. Ein Käffchen trinken, quatschen, drücken. Drücken, ganz wichtig. Ist das jetzt das, was ich brauche, das Braun? Ellbogen checken. Wegchecken. Folter wegchecken. Probleme klingt gleich wieder nach tödlicher Männergrippe. Natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Also unsere Impfung, unsere zweite, so ich hatte nichts. Außer dass ich beim Tanzen irgendwie Kommunikation, Kopf, Füße, Wände verloren und so. Das Was, ging Wände aber noch. verloren? Ich habe die Wände verloren beim Tanzen. Beim Line Dance habe ich die Wände Wie kann man verloren. denn eine Wand verlieren? Aber du hast ja richtig toll in den Seilen gegangen. Ja, natürlich. Ich kann das. Ich kann in den Seilen hängen. Das kann ich sehr gut. Binglong. Also die Borns und die Steinis kommen. Ach nee, die Steins. Nee, eigentlich müsste man dann Steinis sagen. Steinis. Steinis klingt cool. Ah, ist das Essen. Wollte Bomba-Bibo auch noch ums Eck kommen? Ja, Ja? Bombabibo. Sag Ja, der mal muss erstmal ja. gucken. Ja, der muss ja gucken, wegen seinen Mädels da. Bei Frau arbeiten und Co. und hast du nicht gesehen. Also kann ich mir nur so vorstellen dann. Ist Und da. So, wo soll das quer, ich dass hätte das da dafür nicht zwei Jungs im ist? Angebot, also von daher, das geht doch auch. Was, dass die zwei. Dass die Mädels auf die Jungs aufpassen hat? Borns hört sich gefährlich an. Was ist. Ja, das stimmt. Aber das ist so geil. Ging das innen durch? Oder nicht? Verdammte Axt. Ach, nö! Grisebiss. Also bis. Grisebiss. Und das da durch.
Das ist bestimmt eine Verschwörung. Jo. Das Born-Ultimatum. Die Verschwörung, die Born-Verschwörung. Ja. Welcher Teil war das? Über keine irgendeiner. Ahnung. Keine Ahnung. Born to be alive, ne? Oder wie war das? Button? Doch. Wieso nein? Ja, ja, ja. Aha, aha, aha. Ja, das habe ich nicht gesagt. Wir sind ganz lieb. Ja. Ja. Kann man so sagen. Ja. Baust du oder wird das was wie Makramee? Hm. Baust du oder wird das sowas wie Makramee? Was ist denn Makramee? Was willst du? Musst du mal deine Google-Tante fragen. Was? Okay, Google. Aber mich hört sie ja nicht. Hä? Versuche hier das hier gerade zusammen zu tackern. Makramee. Öffnen. Stimme ich zu. Ach, das ist so eine Flechtkunst und außerdem wird es mit Doppel-E geschrieben. Ach so, nee. Makramee bezeichnet eine aus dem Orient kommende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten, Textilien, Schmuck. Spanisch Makramee, also mit Accent aigu, stammt vom arabischen Makrama ab. Mhm. So, was war jetzt gelb und was war jetzt grün und was also war wir halten fest, lila? Makramee wird mit Doppel-E geschrieben. Ja, lest du noch oder baust du schon? Oh, Bea. Also das ist der grün. Okay. Grün geht genau in die andere Richtung. Nee, doch. Das ist richtig. Das geht da. Das ist. Das Gelb ist von vorne. Gut. Hallo Markus. Hallo Markus, guten Abend. So, jetzt soll ich. Da. Das ist doch so ein transparenter irgendwas, ne? Bestimmt ist das ein transparenter irgendwas. Aber, der aber, ist bestimmt auch, der Transparente ist auch bestimmt irgendwo. Ja, genau, das irgendwo ist jetzt das Ding. So. Also bei Transparenz sieht man ja so schlecht. Harr, harr, harr. Trotzdem nochmal prüfen hier die ganze Motorenvertüdelei hier. Brick Build Roads. Ich kann das immer noch nicht schneller aussprechen. Road kommt von dort. Das ist dann geht. Einen wunderschönen. Guten Abend. Moment. 4 Stück brauche ich davon. Ja. Der sollte hier oben lang. Okay. Das sollte dann der violette sein. Das ist der violette, das ist der und dann ist das der gelb. Ist das weiß das oder gray? Ach sicher. Irgendwas davon. Light gray. Also light gray, gar nicht irgendwie irgendwas clear irgendwie, sondern light gray. Ich hoffe, dass das da alles so passt, wie ich mir das jetzt hier gedacht habe. Nö. Wird es eh nicht hier genau. Werden wir dann gleich sehen, wenn ich die Motoren anschließe. Ja. 1, 2, 3, 4. So, wenn Tim zurückblättert, dann wird wohl was verbaut worden sein, was nicht richtig ist. Nee, es geht hier gerade um Planung. Wo was wie, an welchen Kabeln irgendwo hingedönst wird. Das ist ja hier. Du Bea, ich kann mich auch groß machen. Natürlich kann ich mich groß machen. Ich war aber schon mal groß. Das ist fein, mach dich klein. Ja, das.
Dann siehst du hier, wie ich irgendwie meine unzähligen Tüten immer von links nach rechts schiebe, um irgendwo jetzt ein... Warte, bevor ich das jetzt nenne, Tim fährt eh nicht... Achso. Der fährt eh nicht im Original. Achso. So, ein Clear Green suche. Ich habe den sogar schon im Original. Weiß ich nicht. Achso, der fährt nicht. So, und zwei Nöpsis, auch in. So. Das mal dahin. Ich mach Katzen-Content. Ich mach gar keinen Katzen-Content. Leg den jetzt da mal so drauf. Bin hier voll der, ich wollte gerade sagen Baumeister, aber Baumeister ist ja anders. Genau. Du glaubst es nicht. Mm. Oh, Alimente. Du bist ja süß. Tütenqueen. Tütenqueen? Ja, ich bin die Tütenqueen. Und jetzt brauche ich durchsichtig rote. Nehme ich doch die, die hier auch drin sind. Mach mal. Zwei Stück. Mach mal. Da soll dann das Panel dran wahrscheinlich, das ist dann die Anzeige und so ein Spaß. Okay. Baumeisterin, wenn ich bitten darf. Nee. Gibt's ja auch eine, glaube ich, ja. Oder? Ich bin einfach ich. Du bist du? Ich. Du bist einfach, du? Einfach ich. Dubi, aber ich dubi. Einfach gibt's ja auch schon. Dubi du, ne? Dubi di, dubi da, dubi du. Geld gibt's hier nicht rein zufällig, ne? Nee, natürlich nicht. Warum soll es das geben? Das wäre es ja jetzt irgendwie noch der Traum gewesen, dass wenn Gelb hier auch noch drin wäre. Tja. Was für ein Gelb suche ich hier eigentlich? 8 von denen. So. So geht das. Und da soll dann das dran, ne? Dann. Habe ich. Ich einfach unverbesserlich. Nein. Das da drauf. Und das kommt dahin. Du, Eddie. Eddie, irgendwie stören deine Ohren. Was? Ja, die zucken immer so und das killert. Okay. Das ist... Zucken immer so, ja, das Kind. Genau, na dann. Da hinten. Macht er doch schon. Musst ihm nicht noch extra sagen, dass er das tun soll. Alles wird gut, mein Schatz. Ja, ja. Wir haben dich alle lieb. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Komisch Ding, das. So. Hat das doch auch. Und das soll dann da. Dranne. Anne? Druff. Druff und dranne. Na dann? Na deine Antenne. Ich bin einfach ich. Genau. Ich einfach. Ich bin einfach ich. Ah, ich habe sie gefunden. 10 Stück. Oh, super. Moment. 1. So. So, hab ich. Hast du? Ja. Bist du sicher? Ich gebe mir Mühe. Ich bin stets bemüht. Oha. Immerhin scheinen die Tüten eine gute Größe. Ja, also ganz ehrlich, die sind hier, warte mal, ich muss mal gucken, hier so mit den Kameras. Natürlich sind sie unterschiedlich klein. Jetzt, ich kann nicht von groß sprechen, ne? Also, und ich habe also, wie gesagt, sie nur oben aufgeschnitten und bediene mich dann dementsprechend und wühle mich dann halt hier durch irgendwie, ja, dieses Gewulst durch. Also ich habe zwar auch irgendwie ein paar anfänglich aufgemacht, aber das hätte ich mir auch, also ausgeschüttet, aber das hätte ich mir auch echt sparen können, weil, ist doof. Sp-
sparen Sie sich das, ja? Nee, ja. Nicht ersparen, sondern sparen. Genau. Sparen, sparen, sparen. Und auf der Autobahn fahren. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir sind alle so in der Größenordnung. Oh, Sven. Hi Sven. Guten Abend. Guten Abend. Lebt der Kater noch? Nee, der ist jetzt verformt. Was? Wo? Welcher Kater? Achso. Der da. Das der noch lebt. Kommt, ich nehmt euch mal mit. Es liegt so kopfverdreht da. Also hier vorne ist Schnauze. Da. Und hier ist Körper und Pfote. Da, Pfote. Deine Cousine auf Facebook. Nein. Doch. Die Mona. Cooles Shirt, natürlich. Cousinchen. Seid ihr eigentlich schon wieder zu Hause? Oder seid ihr noch oben auf der Insel? Du kommst nie mehr runter von der Insel. Ach du, da würde ich auch gerne bleiben. Festgesetzt worden. Schöne Grüße von Amy. Danke. Mhm. So, jetzt? Ich finde so die Dinger immer noch. Ich brauche diese Light Gray um die Ecke. Light Gray um die Ecke. Ja. Nee, aber Amy war total süß an dem Tag. Kam und machte und tat und und Sven kam mit der Kamera weg, war sie. Hat jemand schon mal die Feuerwehr verständigt, wenn Tim die Motoren testet? Nö. Hallo Frank. Guten Abend, Frank. Hallo Irmgard. Schön, dass du da bist. So. Danke, Amy. Du, Eddie, irgendwie haben wir jetzt hier ein Platzproblem, wir zwei. Da habe ich doch. Hier. Da. Da. Du hast den es Lila. Lebt sogar. Lila kommt, ja? Es lebt sogar. Also ich kann es streicheln und es bewegt sich eigentlich. Beweg dich doch mal. Da. Es könnte sein, dass... Es bewegt sich sogar. Wie viel Kabel donnern die da rein? Alter Falter. So. Ja. Yeah. Könnt ihr mal bei Tim wieder... What? Wohin mit dem ganzen Kabelgedöns? Da rein, ja super. War das nicht so, dass dann nachher gar nichts mehr ging oder sowas? War das nicht bei Himberia so gewesen? Ach, und den kommt man da... Den auch noch da dran. Janni ist klar. Sven, unser Tisch ist um einiges größer. Was ist, wie groß ist der, wenn er ausgezogen ist? 2 Meter, ne? Nee, 2,20, 2,40, warte, 1,80 ist er normal, plus 40, 2,20, 2,60 ist er. Meinst du, dass er 2,60 ist? Naja, weil die Tischplatten sind 40. So, jetzt muss ich gucken, dass ich diese ganzen Kabel da unten irgendwo drunter kriege. Gut, das ist ein Licht. Tim, wo halt Platz ist für das Gabel. Gabel, ja, Gabel. Gabel. Abschneiden, kürzer machen, ne? Hallo Frank, Frank hatte ich ja schon. Süße Steinwand, aber so. Ich bin mal wieder... Das ist alles unter das Fahrerhaus und das muss dazwischen. Wuss! Wo sind denn die um die Ecke? Können die mich hier verimmeln? Das soll da unten
Runter, einfach nur so da reingelegt. Okay, wo soll der Rest des Kabels hin? Auf der anderen Seite. Nee, da geht nicht auf der anderen Seite. Da sind ganz viele Zahnräder. Da werde ich bestimmt kein Kabel hinlegen. Tim kabbelt sich eins. Lampignons da noch und dies. Kommt der ganze Kram denn hin? Das macht man dann. Nee, ne? Doch. Tim, unser Kabelverlegfachmann. Nee. Bestimmt nicht. Sven hat geschrieben, wenn ein Set mehr Kabel als Klemmbausteine hat. Was ist dann? Weiß ich nicht. Alimente schreibt gerade friggelig. Ja, so ein bisschen. Und das hier? Auch da drunter. Gut, dann kommt das alles da rein und dann macht man das dazu. Dann hat man die ganze Kabellage da unten drunter und dann kriegt man diesen komischen Gedöns da nicht mehr zu, ne? Ist oder das, runter. Ist das grau oder ist das... Genau. Beim Vorgänger, den ich letzte Woche gebaut habe, ging das Kabel deutlich leichter von der Hand. Strippenzieher und Klemmbausteinhändler. Ja. So, Gray. Siehst du, in Gray gibt es die gar nicht. Hab ich mich nämlich umsonst gesucht. Die gibt es nur in Clear. Siehst du? Das sind die nämlich. Also ganz ehrlich, also ich bin echt froh, dass hier vorne die Teileliste drin ist, weil ohne Teileliste Wärst du aufgeschmissen? Wäre ich teilweise echt aufgeschmissen. Braucht man einen Elektriker? Achso. Was machst du da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das sieht eher aus wie Kabelsalat. Okay, ich baue mal in meinem Bauschritt weiter und halte mal die Klappe. Ah, ist das geil. Prost. Ist alles nur im Weg. Steht uns ständig und immer. Na dann. Und verlegt das da drunter und dann zieht man es wieder raus. Was? Okay. Ich versuche das jetzt mal hier irgendwie zusammen zu tüdeln. Wer soll denn das schaffen? So. Der ganze Kabel soll immer wieder weg. Schönen Abend noch. Bis denn. Gute Nacht, ja, Hüsselstein. Alimente. Schatz, ich habe das Essen für morgen fertig. Es wird Kabelsalat geben. Jetzt weiß ich auch, warum hier Imbiria auch so diese Umbaumaßnahmen bezüglich dieser Kabellage gemacht hat. Das ist so. Ich habe nachher keine Ahnung, ob dieser Arm überhaupt noch runterkommt, bis runter zumindest. Und der muss dann da drauf? Irgendwie? Moment. Katzen wollen gerade Essen haben. Aber nicht ihr Essen. Und dann soll das... Nicht mein Essen. Nur noch schlimmer. Und das dadurch und das da alles reingepresst und gewurstet und gewurstelt. Wieder ein großes Technikset 3000 plus einfach ohne das einfach ohne Motoren kommt. Einfach nur Kurbeln und Gehiefe etc. Gibt's sowas noch?
Nee, mittlerweile ist doch eh alles nur noch mit Motoren. Und dann ist das da unten. Das ist die Frage, das Kabel soll oben da raus. Ist das auch da oben raus? Nein, nicht da. Da lang. So. So. Sanifred, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche Freitag dann. Gute Nacht. Ja, tschüss. So, das da durch, das da hoch. Bing Long hat Hello Kitty gebaut. Es war nicht so schön. Nicht so schön? Ach, jetzt liegt der Aktuator so schön in diesem weichen Kabelbett. Gucken, dass hier noch ein bisschen was besten auf der anderen Seite raus und dann hier drüben hinlegen oder so ein Spaß. Aber den jetzt mal hochzuhieven, das wird jetzt auch nicht klappen, oder? Tim MacGyver, er braucht kein Kaugummi, um eine Bombe zu bauen. Es reicht dafür ein Telelader. Bitte achten Sie jetzt darauf, dass Sie an dieser Stelle nicht das Falsche verbauen. Das ist das geil. Das wird da zusammengefuselt. So. Du bist fest und gehst nicht wieder auseinander. Selbiges gilt für dich hier. So. Auf der anderen Seite auch noch mal. Alter! Hast du? Das check ich bei. Nun gut, Knut. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen einen Meter raus oder sowas. Mal schauen. Müssen wir dann mal gucken, wie das passt. So. Test, Test, 1, 2, 3. Mal gucken, was er tun. Nix. Oh, sie fickt sich. Die Räder drehen sich. Lenkung geht auch. Aber verkehrt so rum. Ist richtig. So und dann so. Ja. Guck mal, Licht. Ja. Ach, da braucht man dann noch die andere Fernbedienung hier. So, und jetzt raus. In die andere Richtung. Das war das Problem mit diesem Kabelsalat, der hier drin ist. Dass hier vorne und hinten alles total dabbig liegt. Darüber. Entschuldigung. Ja. Das tiefer rein, das. Das kann man gar nicht so weit dahinter machen. Okay. Das nicht tiefer.
Das ist nicht das, was mir gefällt. So, eins habe ich schon fertig. Ja, aber du kannst ja nicht immer irgendwie diese Kabellage da zurückschieben. Ja, wird ja noch ein bisschen was umbaut, aber ich muss halt jetzt schon gucken, wo ich das am besten vertüddle, weil ansonsten, ja. Deswegen mache ich das Ganze jetzt ja gerade hier mit diesem Rumgedengelde, weil, guck mal, was hier an Kabel drin liegt in dem ganzen Teil. Fliegt noch Oder ein auch nicht, weil irgendwas abfliegt. Ne, das ist so ein Stein, der ist mir zur Seite geflogen. So. Echt, du hast auch noch einen Klemmbaustein da dran an dem Teil. Ja. So, ich will das ganze Zeug mal hier rein. Ziehen so das. Ah, wo gehört denn das jetzt zu? Der Katzenschreck, genau. Das ist jetzt ein Kabel von da drüben. Das ist das. Das ist das. Gut, dann kommt das darüber. So, ist da schon mal Platz. Und das kommt von da oben. Und was liegt dahinter? Das sind die Kabel, die da durchgehen. Gut, das heißt, das jedenfalls nicht tiefer. Das nicht, das nicht. Hier mit meinem kleinen Mini-Puzzle. Ja, puzzle du mal. Ja, mach ich doch schon. Ja, am Puzzeln. Puzzle-Muckeln hier. Nopsi ist hier und Nopsi ist da. Scheint noch so ein bisschen was unter das Fahrerhaus hier kloppen. Passt das? Weiß ich nicht. So, Hen ist auch raus für heute. Gute Okay, Nacht. gute Nacht, hin. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch. So, wie sieht's jetzt aus? Gar nicht, bewegt sich nicht mehr. Nee. Man sollte auch die. Warte, ich habe ein Katzenfoto gekriegt. Ich habe ein Katzenfoto gekriegt. Na, fein. Oh. Guck mal. Du guckst gar nicht. Das habe ich doch schon Du gesehen. hast gar nicht richtig Ich habe geguckt. doch schon gesehen. Oh. So, restliche Verkabelung müssen wir noch mal gucken, dass das da Voll ordentlich reingeht. süß. Juri. Ah. So, mal trinken. Danken. So. Zweiten Teil habe ich auch. Guck mal, was ich hier an Fizzeldinger zusammenbaue. Schön. Schatztruhe? Könnte sein, ne? Vielleicht, wenn das irgendwann mal fertig ist. So, davon zwei, davon auch zwei, zwei schwarze, einmal eins, da eine zweite. Nicht so hier nur eine. Oh, kommt nicht. Ganz viel Getüdel da. Tüdel hier und Tüdel da. Gudi. Das kommt da drauf, das kommt da drauf. Kommt dahin. Das hier abschließen und das irgendwie nach da vorne. Ah, cool. Dahin.
Oder bist du unter das Fahrerhäuschen? Ich will das nicht. Das ist dahin. Okay. Den ganzen Kabelsalat da unten drunter verstecken. Ist hier noch so viel über. So, weil das jetzt gleich mit dem C und dann halt die Tüte 4 noch. Ah! So, nächster Teil. Was machen wir denn jetzt? Das sieht ganz abenteuerlich aus mit dem ganzen Kabeln hier. Sie hat das so niedlich gesagt. Ja. Ach klar. Jo. Ich habe da auch noch mal was da eingebaut. Da. Und das, ich wollte gerade sagen, das Lenkrad. Ein Lenkrad? Rot mit Lenkrad. Lenkrad, ein Schiffslenkrad. Genau. Oh my goodness. So, 24 von denen. Von denen da. Von denen da? Na dann ran damit. Ja, ne? Ja. Ja, es gibt ja von Moltkin ja auch noch den hellblauen Lamborghini ohne Motoren. Dann spart man sich wenigstens dieses Motorengedönse, wenn man das nicht unbedingt haben will, wenn man nur das Fahrzeug als Hinstellobjekt haben möchte. Finde ich persönlich halt angenehm. Motoren optional, ja, ist gut, aber nicht so, es muss sein oder sowas in die Richtung. 5, 6, 7, naja, gut. Über Sortieren brauchen wir nicht diskutieren. Gibt übrigens wieder ein bisschen was von Cumin. Nein. Doch. Kommt das her? Ja, noch Restbestände jetzt, ne? Die Sachen halt mit ohne Figuren. Mit ohne Figuren. Mit ohne Figuren. Wobei von der Cumin Cherry Serie aus der Musikgeschichte da, da gibt es sogar doch zwei Sets, die man mit Figuren aktuell kriegt. Okay. Also ich krieg wieder ein bisschen was. So ein bisschen. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen. So, dieses filigrane Teil soll wohin? Ach du Schande. Schon wieder ab. Das ist doof. Bleib doch mal dran. So, das kommt alles da rein. Das auch. Das Licht kommt nach oben durch.
Das kommt da auch noch. Alles. Huch. 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 Well. Alter, was ein Gefrickel. Jetzt will mein Kollege morgen später zur Arbeit kommen, weil sein Sohn heute ein unbedeutendes Handballspiel gewonnen hat. Darauf muss doch erstmal getrunken werden. Ja, wer später kommt, muss länger bleiben. Das sowieso. Und das muss da wieder hin. Wow. Das ist das bröselig hier. A-Jugend-Bundesliga. Ja. Na dann. Das da rein. Das dahin. Dass diese wackelige Treppe da wieder einsetzen. Und das. Ach, weil das da drückt. Warum stellt man die nicht? Ist das nicht aufrecht? Nee, ne? Hä? Die kann man nicht aufrecht hinstellen, ne? Das passt nicht. Ah. Muss man da irgendwie reinzwängen. Okay. So, er darf morgen etwas später erscheinen. Na klar. Das ist wirklich... Ja, nee, ist klar. Nicht wieder auseinanderfallen, zusammenbleiben, danke. Guck mal. Na Mensch. Kriegt ein irgendwie Klappbrot. So, hat der Lader wirklich nach einem noch einen externen Empfänger? Ja. Also an Teilen hat er nicht wenig, also an technischen Krams hier und so, Gedöns. Da ist einiges mit drin. Man muss halt nur gucken, dass man das hier auch alles reinkriegt und dass einem hier nicht das Pfarrerhaus dann irgendwie wieder auseinanderbröselt. Weil es der Meinung ist, nicht hier richtig festsitzen zu wollen. Weil irgendein Gedönsteil dann halt wieder am Rumzicken ist. Ja. Mal gucken, ob das jetzt noch irgendwo festgemacht wird, dann könnte das vielleicht noch lustig werden. Ansonsten wird es eklig. Das wird bestimmt noch festgemacht. Na klar. Warum denn heutzutage?
Ach, Bea gerade, warum denn heutzutage? In welchem Zusammenhang? Das. So rum. Und das soll jetzt da drauf. Okay. Sehr schlau. Dumm ist der, der Dummes tut. So, das müsste passen, hoffentlich. Warum bauen die kleinen Empfänger immer noch ein? Und was steuert das Ding denn an? Das, der Receiver steuert den Arm. Sowohl einmal das Ausfahrbahn, das Ausfahren als auch das Heben und Senken. Dafür ist der Receiver da. Man braucht halt nicht nur vier Kanäle, man braucht halt sechs Kanäle. Eigentlich braucht man nur fünf Kanäle wegen Licht, aber ist das jetzt schief drin? Dann bleibt das so drin. Klappt das vielleicht? Alimente, Kaffee ist alle. Aber dafür ist doch Foto-TC zuständig, oder? Ja, aber der ist doch gerade nicht da, oder? Meine ja nur. Da muss Foto-TC jetzt ums Eck kommen. Mit einem guten Namen deinerseits. Kaffee. 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 Eine Cafete. Was? Siehst du, Janina gibt Kaffee. Dann gibt halt Janina den Kaffee. Out of Coffee Error. Mein Tag schmeißt auch Kaffee, siehst du. Na, dann kannst du ja nicht mehr verdursten. Naja, rein Track von dir kriege ich ja morgens immer Kaffee. Diese Reling ist halt so instabil wie ein Die Wackelpudding. Schiffsbrüstung. Die Schiffsbrüstung. Zu langsam. Janina hat einfach den kürzeren Weg, Ryan. Das stimmt. So, ach, das muss eins drüber. Au. Janina, kommt ihr dann am Samstag zu viert? Ja, ne? Sag ja. Natürlich. Was jetzt Samstag oder was? Ja. Gut. Nein, Ed, ich will dich jetzt nicht. Ja, hier, guck mal, kannst du einen kleinen Karton haben. Bitteschön. Piratensteinchen braucht jetzt auch einen Kaffee. Oh. Bring mir mal einen mit, bitte. René, kannst du mal bitte drunter stellen und auf die Taste drücken? Das, was gerade ausgewählt ist, also der XL-Kaffee. Danke. Mit Löffel.
Nicht denken, nur drücken. Richtig drücken. Denken, nur drücken. Ah, okay, ich stehe auf. Ey, kannst du auch irgendwas? Ja, weiß ich noch nicht. Hab auch einen anderen. Wir bauen ein komisches Etwas hier. Zwei rote, einmal als ein Rund. Fliese unten in der Mitte. So, Harry läuft. So, auf der Rückseite. So, was? Achso, vier Stück. Da zwei übereinander, da zwei übereinander. Ich hoffe, der läuft nicht weg. Nein, der läuft in meine Tasse. Meine Tasche steht doch draußen drin. Genau. So, wieder umdrehen. Ein paar Teile ranholen hier. So weit greifen muss. Die Kids kommen mit. Sowas finde ich immer am tollsten und schönsten. Wird es dann richtig voll hier, ja? Nö. Nö? Nö. Na dann. Nur das übliche Chaos. Ja. Bleib einfach im Laden, da habe ich mehr Ruhe. Deswegen findet der Kindergeburtstag auch schon ab 12 statt. Und es sind 3 schon wieder weg, also. Das ist schon wieder alles. Tack, 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 tack. Durchgetaktet. Ja, natürlich. Tick-tack. Rot. Hä? Rot? Rot. Rot. Na dann. Nimm mal rot. So, Tim hat Kabelsalat. Ich habe mich heute für Fadensalat entschieden. Hier wird gehäkelt. Ja. Ah, cool. Häkeln, ja, das ist auch noch sowas. Irgendwann kannst du vielleicht auch so Wollsocken stricken. Mach selber. Ich kann nicht stricken. Dann lernst du es. Ich kann nicht stricken. Dann lernst du es. Irmgard! Ja, 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 ja. Selber machen. Nur so kann man es lernen. Und ich hätte gerne so einen großen Wollponcho. Im Mittelalter. Aus grober Wolle. Am besten so direkt vom Schaf. Direkt vom Schaf. Kaffee. Direkt vom Schaf. Wassertank bald leer. Da musst du aber trotzdem erstmal spinnen, ne? Nee, das kann Irmgard machen. Nee, das musst du machen. Du musst ja auch irgendwo eine gewisse Vorarbeit machen. Also ich muss auch noch spinnen, oder? Ja, das tust du ja sowieso schon. Die Wolle. Herrgott. Die Wolle. Ich habe aber kein Spinnrad. Ich drehe zwar öfter am Rad, aber ich habe kein Spinnrad. Ich kann stricken, häkeln, sticken, nähen und so weiter. Auch Socken. Oh, Irmgard. Hallo, Let's Bricks. Das finde ich super. Guten Abend, Let's Bricks. Wir müssen uns mal irgendwie kurz schließen. Spinnen kann ich nicht. Doch, das habe ich mal gelernt. Meine Oma hatte nämlich noch so ein Rad. Das wäre nämlich schön, weil ich bräuchte mal neue Socken und ich bräuchte, wie gesagt, so ein Poncho, so ein aus grober Wolle. Aus toller Wolle? Ja. Wolle, tolle.
Also Irmgard, wenn du das machen würdest, ja? Was denn? Ich kann das halt nicht. Ja, musst du dann irgendwie die Community zu allem einspannen? Ja, aber wenn ich doch schon jemanden habe, der das kann, dann ist doch prima. Sonst guckst du ja auch für jeden Pups ein YouTube-Video an. Wie baue ich Tiny-Häuser und sonst irgendeinen Quark? Dann kannst du doch mal gucken, wie lerne ich stricken? Ich kann nähen, aber ich will doch nicht stricken. Ich kann nicht stricken. Ich habe keine Geduld dafür. Dann lieber baue ich ein Tiny House, als zu stricken. Dann setzt du dich mal abends aufs Sofa, da kannst du dann anfangen mit. Siehst du hier, ich habe mir vor ein paar Jahren ein Poncho aus Alpaka-Wolle gestrickt. Geil. Mit einem ganzen Alpaka dran? Also Irmgard, dann schreib doch mal eine E-Mail an Tims Laden irgendwie, wie ich dich erreichen kann und dann lass uns mal quatschen, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, deswegen bin ich nicht neidisch, Binglong. Ich habe eigentlich genug Projekte zum Machen und zum Tun. Das Problem ist, ich habe aktuell keine Zeit dafür, weil samstags bin ich halt arbeiten und wenn ich dann Sonntag darf es ja draußen nichts machen. Das ist dann halt doof. Da darfst du nicht laut sein draußen. Aber du kannst. Ich hab noch nie leise irgendwie mit einem Bandschleifer schleifen können. Und ich werde bestimmt nicht mit dem Schmirgelpapier dastehen. Warum nicht? Weil ich das nicht machen würde. Alpaka ist aber echt teuer. Ja, ich weiß. Alpaka ist. Wir haben eine Alpaka-Farm hier um die Ecke. Vielleicht könnte ich da ja mal irgendwie ein bisschen Wolle abgreifen. Genau, das ist noch ein Alpaka-Scheren oder sowas. Scheren, nicht Sharon, ne? Also. Nicht teilen? Nein, nicht teilen. Alpaka teilen. Ah, geil. Nee. Doch, ich finde das cool. Bananarama mit der Blama. Ich finde das echt cool. So, Verkleidung. Da kommt dann das Kabel dann. Oh, ja. Okay. Nein, also Irmgard, wenn du irgendwie ein bisschen Freizeit hast, dann sehr schön. Schatz, die Menschen haben genauso viel Freizeit wie du. Die haben auch nur 24 Stunden. Aber weißt du, was das Coole ist? Diese Menschen haben einen Mund. Sie können selbstständig reden. Brauchen nicht dich. So, ein 1x4. Wo ist er denn? Habe ich doch schon irgendwo gesehen. Wo ist denn der 1x4? Bin eckig. So, andere Seite auch noch. Dann machen wir erstmal diese Plättchen hier fertig und dann bauen wir den ganzen Spaß da an. Den Haken da dran. Falsch rum, so rum. Ach, da ist der schwarze Dreier. Ah, siehst du. Und dann? Ist eigentlich nur die eine Seite hier drin oder auch die andere Seite? Die eine und die andere Seite. Alimente geht jetzt mal lieber ins Bett. Gute Nacht, Alimente. Ja.
Hier ist die andere Seite. Über Socken kann man sicher mal reden. Ah, Dankeschön. Danke, danke, danke. In rund. Das sind rund. 3, 4. Jetzt die hier in rund. Nee, das ist. So. Liebe Leute, ob groß, ob klein, viele im Chat, aber nur wenige Daumen hoch für unsere Tipps. Achso, Bianca, seit wann bist du da? Yves und ihr Sortiersystem, ich habe kein Sortiersystem. Das ist hier... Chaosprinzip. Ich und Sortieren. Hier. Habe ich gefunden. Und ich brauche nur einen davon. Mit einem Klemmbaustein drauf. Nein, Binglong. Kein Klemmbaustein. Warum nicht? Das gab es im Mittelalter noch nicht. Hexenwerk, ja? Genau. Reihen lichten sich hier. Die stehen noch über, oder? Wenn ich das jetzt hier festmache, habe ich schon mal zumindest diesen Anhaltspunkt, wie es hier weitergeht. Schöne Zeit von Anfang an. Ach so. Mache nur was anderes. Oh, Bianca. Aber schön, dass du da bist. Ja. So. Dann haben wir die Heckpaneele jetzt auch fertig. So und so. Und da kommen dann jetzt gleich die Lichter dran. Das wird da eingesteckt und dann so. Das soll da drüber. Okay. Das noch irgendwo verstecken. Das Kabel. Das klappt. Gut. Aber Muster stricke ich lieber in Mützen als in Socken. Kein Muster. Einfach nur stumpf runternähen, stricken. Nix Muster. Einfach musterlos. Zen-Sortierung. Bin immer mehr am Sortieren als am Bauen. Da habe ich die Ruhe weg. Jo, wir warten Steinchen. So, und da das Kabel auch noch irgendwo zwischenfrickeln und dann passt das. Dann ist da Ruhe. So. Hoffentlich. Dass ich gerade an einem Zahnrad hängen bleibt. So.
knatscht so komisch. Naja. Ja. Beleuchtung müsste gehen. Moment. Mal gucken, also richtig. Gehen und gegen sie. Oder? Müsste Farbe. Ja. Geht. So ein bisschen scheint es dadurch, ja. Keine große Leuchte. Hallo Michael. Guten Abend, Michael. Moin. 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 So. Neue Tüte? Warum ist das hier nicht beschrieben? So viel über. Menno. Binglong. Ich habe mich dann auch auf Knochen spezialisiert. War nicht so ganz mein, war nicht so ganz meins. Nähen und Co. Warum geht das nicht? Oder kommt das nach ganz vorne? Nein, das kommt nicht nach ganz vorne. So, da muss ja erst noch was dran gebaut werden. Aha. Ach nö. Mach du. Ich zerbrösel gerade hier alles wieder. Ja, mach wieder heile. Hat die Reife nicht drauf. Na, jetzt. Na, wie geht's? Ah. Die Mädels haben sich getroffen. So, das reparieren. So, das ist mir jetzt hier alles auseinandergeplumpt. Also nehme ich das hier wieder auseinander. Piratensteinchen, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Lass dich nicht ärgern, die Tage. Ja, so viel zum, es ist wieder auseinandergefallen. Uff. Manu! Das nervt. Zu viel Kabel. Zu wenig Platz. Ja, cool.
Könnt ihr Schnackweiber kurz mein Schiff beurteilen? Eve's Charm for Surprise. Oh, Binglong. Aber hey, es wird langsam. Ich find's cool. Kommt immer was dazu. Und Haare. Bär. Schmeiß ihn gegen die Wand, pack ihn ein und schick ihn zu mir. Dann musst du dich nicht mehr weiter ärgern. Bomberbibo fragt, wann der Anmeldeschluss für den Stammtisch am 24. ist. Am Samstag. Jetzt Samstag. Echt? Ja, eine Woche vorher. Okay. Wieso? Was? Hätte ja sein können, dass irgendwie... was? Ja, einer irgendwie noch so spontan kommen kann. Du, wenn sich alle so dann nebenbenehmen in der Region Hannover, dann kann es auch gut sein, dass das ganze Ding ausfällt, weil halt... Wir schon wieder drüber sind? Nee, das glaube ich genau. So schnell nicht. Wie viele Leute sind wir? Wenn ich jetzt die ganzen Geimpften querzähle, sind wir... Ne, die Geimpften musst du rauslassen. Ja, meine ich ja, querzählen mit. Die dürfen ja nicht mit. Sind wir jetzt, glaube ich, dann 13 oder so? Ich brauche zwei, wieso habe ich hier nur einen? Sind hier sowas von Wickelkram. Noch nicht wirklich gekontert. So. So, hier genug Kabel drunter kriegen. Das muss noch alles verkleidet werden. Das wird ja noch spannend. So. Bin ich jetzt aber doof. Mein Kaffee, sag mal, brennst du? Till fragt, ob Dennis auch kommt. Müsste ich jetzt auf der Liste gucken. Ich glaube, er hatte sich aber nicht angemeldet. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es gerade nicht. Torreich. Mal jetzt nicht den Teufel an die Wand, Tim. Ich wollte mir nächste Woche endlich mal die reale Variante des Lebens, des Ladens anschauen. Ja. Na, der Laden bleibt ja auch. Der Laden bleibt auch. Ja. Halt nur nachher mit einer Personenbegrenzung und Einlassbegrenzung und hast du nicht gesehen? Immer positiv denken, alles wird gut. Mit dem Positiv kann aber zu einem Problem werden.
Oh, Bea geht. Gute Nacht, gute Nacht, Bea. Irgendwo habe ich jetzt überlesen. Oder wollte Janina ins Bett? Nein, hier. Gute Nacht, Bea. Schlaf gut, Bea. Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht. Da oben nur Traumschiff voll lebensmüde. Oder ist schon durchgerutscht. Dennis will auch am 24. da sein, schreibt. Okay. Na dann. Weintek ist auch da. Ja. Der ist notiert schon. So, was soll das jetzt sein? Das da? Also hier, wo diese Stufen hochgehen, da darfst du nicht mal versehentlich gegenkommen. Das ist so ganz böse. Ganz böse. Und da drunter darfst du auch nichts durch die Gegend schieben, weil da ist ja die ganze Kabellage drin. Noch viel schlimmer. Das Problem ist nur, dass da halt dieser Block mit diesen vier aufeinanderliegenden Elementen ist, also mit den vier Technikmotoren und die Kabel, die da drin sind. Gute Nacht, Akira. Verschieben immer alles. Gute Nacht, Akira. Ja, anstatt das hier mit einer Fliese zu lösen, also hier wurde mit einer Fliese gelöst und das dann halt so kreuz hochgebaut. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, das hier richtig mit einem Brick unten zu befestigen oder sowas. Und dann zu gucken, dass man hier noch die eine Ebene, ich weiß gar nicht, würde das passen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Wenn man unten einen Brick setzen würde, würde es aber. Ist die Höhe? Ist theoretisch passend. Hier kommt ja noch ein Stein drauf. So, das ist da drauf. Jetzt wird eine Verkleidung für die Akkubox gebaut. Guten Abend, Dirk. Guten Abend, Dirk. Hallöchen. Oh, schöne Teile. Geht Richtung Ende. Wenn ich sie dann alle finde, die Teile, die ich brauche. Ach ja. Schön, wie so ein alter Opa. Jetzt geht diese Sucharie hier gerade wieder los. Das ist so wild. Dinge, die ich nicht mag, suchen. Ja, das mag ich nicht. Such dir was anderes, was du nicht magst. Ich mag auch kein Suchen. Ich mochte schon vor dir suchen nicht. So. Gute Nacht, schlaf gut. Bei Socken 41. Imga. 41. Fußgröße Hobbit. Ja, Quadratlatsche. Genau. Frauenquadratlatschen.
Nee, so schlimm auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du Schande. Hogbit geht auch ins Bett. Ja. Gut. Gute Nacht. Gesundheit, Eddie. Du störst den Stream. Was für ein Geniese. Das sind übereinander dann. Nehmen wir die zwei übereinander. Nee, Farbe ist nicht egal. Irgendwas so erdig? Erdtonmäßig? Also kackbraun auf Hochdeutsch oder Natur? Hallo aus dem oberen Österreich. Kimi Mobrix. Guten Abend. Oberes Österreich. Ist oberes Österreich so im Winter richtig mit Schnee? Oder ist das unteres? Ach, egal. Du meinst dann, ob oben, unten und unten, oben oder wie? Wie auch immer. Ja, weiß ich nicht, wie auch immer du das meinst. Warte, ich muss zählen. Man muss... Was? Ja, klar. Ja, klar. Ja, so klar, gibt's Schnee bei uns. So richtig Schnee. Also nicht nur so Grasnarbe bedeckt, sondern so richtig Schnee. Nee, länger als nur 3 Tage. Und nicht die ganze Zeit, den ganzen restlichen Winter nur Matsch. Mehr als vor der Klemme. Gut. Deswegen brauche ich gerade einen Defender. Wo kommt das hin? Ach, da hin. Ich hatte letztens einen Mock-Designer bei mir. Er baut so, macht eher so kleine Fahrzeugmodelle. Mhm. Und er hat sich tatsächlich... Also das Problem gibt es wohl schon seit Jahren, dass man diese Lampenbricks halt nicht, die kennt ihr ja nun auch, diese Brick Modified wie Lampe, dass man die nicht auf eine Plate so montieren kann, dass die beide gerade sind. Das funktioniert nicht, weil diese Noppen unterschiedliche Höhen haben. Das ist nicht alles für Probleme. Wenn man die aber runterschleift,
diese Noppe. Dann hält das Ding nicht mehr. Dann hält das Ding nicht mehr, genau. So, okay. Ja. Das sind halt die Probleme eines Mock-Designers. Das passt nicht, das ist doof. Oh Mann. Mhm. Also Irmgard wohnt halb am Berg, okay? Das ist immer spannend, so richtig. Schnee. Gott, das ist wie bei uns, nur dass das Zeug länger liegt und dass die Leute nicht immer gleich ausflippen, wenn da Schnee liegt. Also die können halt Auto fahren bei Schnee. Meistens, denke ich mal. Die können damit um. Jo. Weil die Kinder sich anders. So, und dann kommt das dahin. Okay. Aber hier wird wenigstens gekontert. Das hält doch wenigstens. Das ist doch schon mal schön. Tja. So. Hm. Wo kommen die anderen beiden hin? Genau daneben. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 16. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 16. 2:4 raus. Hm. Pack ich halt wieder in die Tüte. Zack. Aber ihr habt ja auch dann und wann Schnee. Wovon träumst du nachts? Schnee. Also wenn wir 5 Meter Schnee haben, dann liegt der 5 Meter nebeneinander. Genau. Aber nicht übereinander. Genau. Wir haben letzten Winter wieder tonnenweise Schnee auf LKWs geladen, weil man ihn nirgends mehr hinschieben konnte. Ja, dann warum habt ihr den nicht hochgebracht? Einfach Richtung Norden schicken. Wir hatten nicht so viel Glück. Hier gibt es auch keinen Winter mehr. Dann fährst du noch weiter in den Norden, ist nochmal richtiger Winter und dazwischen ist irgendwie... Nicht. Schlonzwetter. Schnee, Matsch und ganz viel nass oder nur schweinekalt. Vor 3 Jahren kann ich mich erinnern, dass in Hannover Schnee war. Ja, 5 Meter nebeneinander. Bomba-Bibo, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Bomba-Bibo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nein, kein Schnee wollen wir im Norden nicht. Hä? Kein Schnee wollen wir im Norden nicht. Hm. Was will der Mensch uns damit sagen? Dass er ganz viel Schnee haben möchte? Mhm. Ich würde das nein, nie, nicht. Dir auch eine erholsame Nachtruhe. So. Wieso? Ja, es ist, nimmt hier echt irgendwie Formen an? Ja. Finde ich cool. Schön. Also ich finde es cool. Das kriegt ja auch so langsam. Ja, du. Ein Grund rein. Ein Baugrund. Ja, ich. Ich
düngel das Zeug auch nicht mal eben weg. Grüne Einzelnoppe. Ach da. Ist euer Shop eigentlich jeden Tag geöffnet? Also der Online-Shop, ja. Ja. Online-Shop ist jeden Tag geöffnet und der Laden ist immer von Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ob das da vorne überhaupt quer kommt? Ich musste gerade gucken, ob das da vorne überhaupt quer kommt, weil das rutscht hier irgendwie weg. Wieso kriege ich das dann nicht drauf? Ja, und montags dann halt so, wie ich halt, wenn ich noch ein bisschen was zu tun habe oder sowas oder einen Termin habe, weil ich die meistens dann auf den Montag schiebe, dann halt, wenn ich halt keinen Termin oder sowas in der Form habe, dann mache ich auch mal montags auf. Ist aber eher die Ausnahme von der Regel. Die meisten haben sich halt schon darauf eingestellt, dass ich von Dienstag bis Freitag aufmache. Ja, ich meine den Laden, natürlich, ist klar. Das war klar. So. Wow. Das kommt dann da drauf. Okay. Wird so langsam. Ein Boot. Ein Boot. Gibt es da einen Pool zu? Ein Boot mit einem Pool. Ach ja, voll geil. Taram, 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 da. Da ist er, taram. Ist das? Da ist das. So, ich glaube, ich komme am Freitag noch mal vorbei, wenn Wachturm von Xingau oder das Moltking Raumschiff werde ich dann mitnehmen. Hat ja so. Hab ja so viel gerade abgebaut. ja. Ja, wenn wieder Platz ist. Er hat ordentlich Platz geschafft. Okay. Soll das da? Dahin, dahin, dahin. Okay. So soll das hin. Na gut. Nehme mir den Platz. So, wir verbauen Chromteile und zwar vollgechromt. Innen drin sieht man es natürlich. Das ist da innen drin nicht. Fokus. Hallo.
Hallo. Fokus? Kein Fokus? Zu viel Schwankung drin. Auf jeden Fall schön verkrummte Teile dabei. Ein Schwarz. Und das Teil? Wo ist das? Ach nö, ich glaube, ich will irgendwie die Abbauschritt 51 nicht mehr. Nicht? Warum nicht? Du fängst dann an, den Mast zu bauen. Na, wie gut, dass ich erst bei 49 bin. Da kannst du ja noch den Ast abklauen. Ha, 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 was für ein Spiel mit Worten. Also einmal pulverchrom, ne? Ihn glänzend. Guck. Hä? Hui! Oh, ich sehe mich sogar. Fulchrom. Voll geil. Fulchrom, das Teil. Vielleicht kann ich darüber einen besseren Fokus erzielen. So, da. Da hat er schon. Nimm nur mal deine Hand weg. Danke. Alles in schön krumm. Also krumm. Ja, da kommt ja noch eine Anleitung. Ich würde gerade sagen, so. Du bist noch nicht faktisch. Hier fehlt was. Wollte ich sagen. Und das soll jetzt da. Crazy Borg! Guten Abend, Crazy Borg. Einen wunderschönen. Schon gespannt, wie bei dem Teleskoplader das Kabelgefummel ist. Soll ja nichts für schlechte Nerven sein. Ja. Ja. Es ist nichts für schlechte Nerven. Ja, gebe ich dir recht. Welche Nerven? Nerven? Was ist das? So, und das soll jetzt da drauf. Das soll da drauf. Das heißt, diese ganze Kabelgedönse hier muss hier irgendwie dazwischen und da durch und da drumrum. Wenn wir schon mal von Kabelsalat sprechen, Kabelgedöns sprechen. Genau. Ansonsten müsst ihr euch den einen Livestream angucken, wo Himberia das Teil, das war aber bei der Klemme, glaube ich, wo er den Teleskoplader ja nochmal einmal zwei Drittel auseinandergenommen hat, um ihn dann halt wieder zusammenzubauen. Und diese ganze Kabellage, die hier irgendwo vor sich hin oxidiert, dann gut versteckt hat. Crazy Borg, der Name Kader Master kommt halt nicht von ungefähr. Mhm. It's not a trick, it's a Kader. Mr. Wilde Master. It's a Wilde Master. Aber die ganze Verkabelung da reinzukriegen, das ist erstmal so eine Kunst für sich. Oder hier ganze Spaß. Ach du Scheiße. Du glaubst es nicht. So, hab ich. Ach, davon bräuchte ich vier, nicht nur einen. Und dann noch Kabel drunter? Nee, ne? So, wo soll das jetzt hin? So, ich muss die Kabel nicht dahin packen, sollte. Hm. Oh.
Netzkabel kriegst du nicht dazwischen gestopft. Das ist das Problem. Ah, okay. Das heißt, das muss alles auf die Seite vertüttelt werden. Ding hat gar nicht so viel Platz, um die ganzen Kabel da drunter zu packen. Ja, aber die Kabel sind doch auch irgendwie gefühlt ein bisschen zu lang, oder? Und zu viel. Tatort, spannend. Ach so, Xantö, genau wegen den Kabel lasse ich die Finger von dem Set. Ich krieg ja schon beim PC bauen nicht hin. Wie soll ich dann da bei dem kleinen Ding schaffen? Ja, ich weiß auch, warum die das hier 10.000 Mal irgendwo um irgendeine Ecke drum rumgewickelt haben. Damit dieses Kabel auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise hier verschwindet von dem Ding. Nun ist das alles leichter gesagt als getan. Wenn diese Box hier oben drauf ist und da Kabel hängen, dann gucken die da hinten raus. Und das ist doch doof. Die müssen aber da unten durch. Uff. So langsam werde ich mich verabschieden. Morgen ist mit dem Enkelchen Indoor-Spielplatz angesagt. Hab schon eine Sprachnachricht von der Dreijährigen bekommen. Oma, ich freue mich so auf morgen. Oh, wie geil. Indoor-Spielplatz, das wäre es doch mal wieder. Will ich mal gucken. Haben wir doch hier auch im Nachbarort. Ja. Also sogar zwei, ne? Eins, was die Jungs ja noch nicht kennen, oder? Geschlossen. Geschlossen? Geschlossen, für immer. Das alles dazwischen stopft und das da auch. Könnte das gut aussehen. Jetzt hat wieder auf. Das ist doch schön. So, mit dieser Brick. Ist ja cool. Ja, gleich mal hier. Den da drunter. Ja, das klappt. Sehr gut. So, das. Gequetscht. Gute Nacht, Big Bill Rhodes. Gute Nacht. Und Irmgard, du auch. Und viel Spaß mit deinem Enkel morgen. Und dieses Kabel, was da ist, das muss da auch. Da komme ich natürlich nicht durch, weil da diese Reifen vor ist. Heil ab. Schon zu viele Anbauteile dran. Kann man essen? Mhm. Habe ich gut gemacht? Oh. Kann man, glaube ich, nichts viel falsch machen, aber. Ja, mal fragen. Fishing for Compliments und so, ne?
bin ich dann. Oh, Janina geht auch schlafen. Bis Samstag. Tschüss. Alter, das ist frickelig. Musst du beim Bedienen nachher aber auch aufpassen bei dem Teil. So. Gut. Lass mal so. Hüppe. Hilfe? Hüppe. So sieht's jetzt aus. Ich brauche eine Schere. Also die Kabel kriegt man nicht an. Ich habe schon wieder diese Treppe in der Hand. Welche Treppe? Geh hier die Stufe hier hoch. Ach so, meinst du, wie oft ich die Reling in der Hand hatte? Wahrscheinlich auch nicht besser. Nee. So, jetzt kommt hier das Sitzelement. Na gut, dann machen wir das auch noch. Teile. Teile. Da. Dieses Gerät echt. Frisst Nerven bis zu einem gewissen Punkt. Also nichts für schwache Nerven. Der Geduldig. Gerät. Du Der Gerät. Gerät. Genau, der Gerät. Du Gerät. Du Gerät macht akkurat. Akkurat Akkublatt. Der Gerät. Dann brauche ich noch Platz. 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 Ganz viel davon. Platz. Und nur einmal vier. Und die Qualität der Fliesen könnte ein bisschen besser sein, aber ja. So, und dann wird das. 302. Das nur eigentlich. Wie viele? Sechs. Eine Streutüte. Streutüte? Es streut sich oder es sträubt sich? Nee, es streut sich. Zwei, vier, sechs. So. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt bin ich hier vorne weiter an den Elementen. Ach. Heftende. 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 Und dann zehn Stück. Letzte Heft. Hatte ich auch schon. Letzte Heft. Was ist unsere neue Bundeswehreinheit? Was ist das? Die Pampers-Abteilung oder was? Oder
Die andere Seite überschlagen. Ich habe dann noch was unterschlagen und überschlagen. Das ist doch noch nicht ganz nächstes. Zu voreilig. Himmelfahrtskommando. Ach, das Himmelfahrtskommando. Ja, stimmt. Weltraumkommando. Genau, das war heute in der Zeitung, dass sie das Weltraum beobachten. Na Mensch, ist ja schön, dass sie in den Himmel gucken, um sich die Sterne anzuschauen. Jetzt hätten wir nichts Wichtigeres zu tun. Einmal 6 in Schwarz haben wir. Einmal 8 oben drüber, eine Fliese. Kann ich mir schreiben. Kurzen. Kurzen? Kurzen. Langen? Nee, so. So? Den Teil habe ich. Also dagegen, das Gegenstück. Manometer. Manometer. Wenn ihr im Bauschritt 105 bei diesem Set dieses Element auf die Stufen hier setzen wollt, habt ihr mal das Problem, dass diese Stufen runterbrechen. Meine Empfehlung, legt einfach eine Fliese nochmal in diese Lücke. Dann passt das Ganze. Statt dass man das halt noch mit einem Brick entsprechend kriegelt. Nö, natürlich nicht. Und immer aufpassen auf dieser Seite, wenn ihr das unglücklich anfasst, habt ihr die ganze Batteriebox in der Hand. Nix für Kinderhände. Das ist doch ein Hashtag, ne? Hashtag nix für Kinderhände. Ist halt ein Master-Set. Genau. Zum Spielen für Kinder nicht geeignet. Genau. Und der Papa muss damit auch ganz vorsichtig fahren. Oder die Mama. Nicht, dass ich noch einen Rüffel kriege, ne? Das können wir auf Gaumen bauen. Könnt's. Natürlich können das auch Frauen machen. Ist da drin. Und ein Eimer drauf. So. Genau, nix für Kinderhände ist halt ein Master-Set. Das ist genauso wie die Mold King Stars-Sets. Nix für Kinderhände, das ist einfach nur zum schön anschauen. Sollte ein Erwachsener mit Erfahrung und entsprechender Geduld bauen. Also wie ich jetzt von der Veneta erfahren habe, ist das Ding doch schon mehr als nur frickelig. Und das bei ganz vielen Teilen. Jetzt darf ich das weglegen, jetzt habe ich das fertig. Ich fühle mich gerade etwas diskriminiert, weil es so betont wurde, dass es auch Frauen bauen können. Ich wollte damit klarstellen, ich möchte hier nicht diskriminieren, weil ich jetzt hier immer gesagt habe, das halt Männerset. Deshalb. Jesse, wir können doch nur in klein. Außerdem, wieso bist du noch wach? Du bist noch wach? Ja, siehst du doch. Liest du doch, dass sie noch wach ist. Röseldösel hier. So, so. Und das soll dann mit dem Hebelchen. Ach so, das ach, ich bin. Ach, sie ist am Schreiben. Okay. Na dann.
das? Guck mal, ich bin am Bauen. Ich bin am Suchen. Na, dann mach aber mal auch mal fertig das Ding. Ja, macht sie doch. Gut Ding will da Weile haben. Immer mit der Ruhe. Drängelt der Marco schon wieder? Hm. Ist ungeduldig in Berliner. Als wenn er eine Berechtigung dazu hätte. Für irgendwas hat er bestimmt eine Berechtigung. Nein, 40.871 Wörter. Für das? Marco und ich suchen noch einen Investor, der 6 Millionen Euro mal locker macht. 6 Millionen? Ja, natürlich. Kleinen Anfang brauchen wir nicht. 6 Millionen? Ja, natürlich. Ich kann auch gerne, dass wir mit 1 Million ankommen. Dann in 4 Wochen reden wir dann nochmal. So, das habe ich. Wenn man importiert, dann muss man das im großen Stil machen, damit die Chinesen einen auch ernst nehmen. Dürfen auch 8 sein. Ja. 6 Millionen reicht für ein halbes Jahr. Ich warte seit 2 Monaten auf einen blauen Sembo-Schmetterling. Den habe ich doch schon gebaut. Wer wartet seit 2 Monaten auf einen blauen? Marco. Achso, den kriege ich jetzt geliefert. Der kommt jetzt vom Stein gemacht. Den habe ich schon gebaut. Mein erstes Fett. Also geil. Entschuldigung. Ja, steht bei mir im Laden. Steht bei mir im Laden. Ja. Ist auch Fensterdeko. Meins. Bist du eine Möwe, Schatz? Meins. Essen. Dortmund hier essen. So, das soll da drauf. Den habe ich gebaut und schon wieder verkauft. Siehst du? Tschüss. Jesse ist ja immer besonders schnell. So. Nee, bei mir ist das Schaufensterdeko. Ja, mein Smetterling. Schmetterling. Nein, nix Schmetterling. Schmetterling. Ein Falle. Die Sembo-Insekten. Mhm. Insektenfamilie. Butterfly. Ohne Effekt. Nein, da kann man so drehen und dann macht er die Flügel dann hoch. Hat er ja einen Effekt. Hoch und runter. Also. Genau. Mit Flatter-Effekt. Genau. Das kann man so drehen. Kann man auch einen Motor dran bauen. Ja. Sollte man aber nur einen langsamen Motor dran machen. Sonst das fliegt das Ding weg. Sonst macht er echt die Flatter. Oh, Schatz, das wäre was für dich hier. Ganz viele C-Clamps. Ach du, ich bin hier gerade bei sowas in Gange. Oh, ja, das ist auch schön. Also von daher ist es egal. Ja, ich wollte ja nur gesagt haben. Die haben mehr Funktionen als ein gewisser Ferrari. Das Du wolltest ein Buch schreiben und nicht so gemein sein. Jessie ist nicht gemein, sie spricht nur die Realität aus, wahrheitsgemäß aus. Sie ist nur ehrlich, ne, wie immer. Genau. Nee, da muss ja erstmal hier so ein...
Du, wenn du da Menschen an deinem Laden vorbeigehen hörst. Gehen also, siehst. Nein, und dann ich habe sie ja nicht gesehen. Ich habe sie ja nur gehört. Also vorbeigehen gehört habe ich sie. Vorbeigehen gehört. Ja, und sie sagen, hab man sie dann sagen hört, nee, den billigen Kram kaufen wir nicht, wir gehen zu Lego. So, what? Ja, ist doch auch sehr eindeutig, oder? Ja. Heißt Funktion beim Set, keine Effekte. Features. Features, no features. With a little bit of a feature. Der Hubschrauber, er fällt runter. Du meinst der Fallschrauber? Genau. Whee! Dunk. Dunk. Lifestyle Product. Ja. Marketing funktioniert. Lifestyle Product. So, habe ich. Was mache ich jetzt damit? Das habe ich. Das habe ich. Habe ich zweimal gebaut. Wobei der Witz ist tatsächlich, ich habe ja nun mit dem. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich habe ja nun mit dem, mit einer Großhandelsfirma gesprochen. Die ja nun schon seit ganz vielen, vielen Jahren am deutschen Markt halt besteht. Und selbst die sagen, es wird Zeit, dass dieser Monopolist was zwischen die Hörner bekommt. Ja. Weil sich so lange auf sowas auszuruhen, irgendwann ist auch mal gut. Die warten eigentlich nur noch darauf, dass dieses große Unternehmen tatsächlich mal auf eine Nauze fliegt, damit diese Firmen dann selber anscheinend, so hört es sich zumindest an, im großen Stile in China einkaufen können. Sehr eindeutig, Lego ohne Funktion. Ich würde wohl eher sagen, schaut mal, wie günstig. Wir gehen nicht zu Lego, sondern hier rein. Ja. Crazy Borg, Nauze. Nauze. Fragezeichen. Nauze. Nauze. Auf eine Nauze. Die Schlappe kriegt auf eine Klappe. Okay, passt. Nicht anfassen. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr anfassen. Nicht anfassen. Nur angucken. Gibt noch einen Pool oder so. Keine Ahnung. Nee, es war tatsächlich so die Aussage, das ist der Billigkram aus China, wir gehen zu Lego. So, dieses, ja, okay, macht ihr. Habe ich. Was? Habe ich. Und jetzt? Also nee. Weiß ich auch noch nicht. Das? Der sieht auch schick aus. Das ist auch ein ganz schöner Klopper geworden. Jetzt. Inzwischen. Der hat. Ah, wobei. Oh, okay. Das funktioniert doch dann gar nicht. Und das soll jetzt dahin. Okay. Na gut, dann kommst du dahin. Was bauen wir jetzt? Schon wieder irgendwas Komisches.
ist bei dir noch im Karton? Wie gesagt, also das Einzige ist echt die Kabellage, das ist teilweise gefühlt unterirdisch. Das richtig zu dengeln da. Ja, hört man leider häufiger von deinem Laden mit China billig. Ja. Ja, natürlich darf jeder seine Meinung haben und natürlich auch vertreten. Meistens wahrscheinlich nur Vermutung, eher nicht. Oh Mann, ich habe gedacht, ich könnte das jetzt antackern. Also ich gehe mal davon aus, es ist eher die Regel, dass sie das halt, dass sie das noch nie in den Finger hatten und es noch nie gebaut haben. Die sagen so, ne, das ist so, das mit ihrer eigenen Überzeugung, das Zeug ist der Billigkram aus China, das machen wir nicht. Da habe ich das falsche Teil verwendet. Vielleicht ist denen auch nur die Anleitung zu kompliziert. Wer weiß. So, wie kommt das jetzt hin? Ja, so nach dem Prinzip, ja, Klemmbausteine sollen die Kreativität der Kinder fördern und anstrengen, wird aber von den Sets, die der dänische Hersteller rausgibt, irgendwie nicht gegeben. Bis auf die Farben vielleicht, aber das ist das Einzige. Das mein Bruder war letztens von einem Happy Build Moldulia positiv überrascht, welches ich meiner Nichte geschenkt hatte. Es bedarf halt noch unheimlich viel Überzeugungsarbeit, denke ich mal. In diesem Genre. Aber dafür sind wir Fachhändler ja dann da. Nur dazu müssen wir die Kunden halt auch erstmal in den Laden bekommen. Das ist halt so. Wenn da schon so eine Grundsatzweigerung da besteht. Ja, kann ich ja dann mit dem Telelader durch die Gegend fahren und auf unseres Besseren überzeugen. Also vom Gegenteil überzeugen, so. Das ist hingeschmissen, da. Das ist das Gegenstück. Müsste auch hier sein. Nein. Ja. Ja, am besten ein Kobi-Set oder sowas zum Testen. Dann sind sie gleich gänzlich überfordert. So. Schnappatmung. Ich komme mit den Farben nicht klar. Wieso mit? Ich komme auf den Farben nicht klar. So, das soll. So. Echt jetzt? Tada! Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, aber es ist richtig. Schön. Cool, guck mal, ich habe einen halben Mast. Na Mensch. Mit der Collage schon so ein bisschen. Ist das cool oder ist das cool? Hat doch fein gemacht. Guck mal, da. Da. Guck mal. Hab ich gebaut. Es ist cool. Ja, Jessie.
Und du hast Schuld. Es ist wirklich gut. Dass sie dich darauf aufmerksam gemacht hat, auf das Bötchen, ja? Ja, guck mal, gibt's hier. Okay, ich hab's bestimmt. Toll. Plüsch gehört bei Opel an die Antenne. Veganer-Schwanz. Kannst du mal auf Anzeigen klicken, bevor Jessie schneller ist? Ein anderer Moderator hat. Ja, Jessie. Ja. Wenn du jemanden an die Grenze des Wahnsinns treiben willst, gib ihm BR65 von Blue Bricks. Letzte Woche gebaut. Knapp vom Nervenzusammenbruch gewesen. Ja. Ich hab da mal so ein Bötchen. Also um an unsere Antenne einen Plüschanzug schrauben, muss man erst aufs Dach klettern. Toll. Und jedes Mal streichelst du irgendein anderes Dach damit nachher. Eine Decke meine ich. Ein Dach. Kurze Frage. Muss man für Bricklink-Bestellungen da ein Konto machen? Ich glaube ja. Mal sehen, vielleicht schenke ich meinem Bruder den blauen Kader Master Lambo zu Weihnachten. Ja, mach doch. Ja, muss man. Gut. Ja. Also, ich bin durch für heute. Ich habe den Bauschritt 51 da jetzt angetackert. Ah nein, 50 angetackert. Und wäre jetzt bei 51. Das heißt, du sortierst nur noch ein bisschen und dann war's das, oder was? Na, also, bin jetzt hier irgendwie... Ich bin jetzt auch nur noch hier an dem Verdeck ein bisschen Kleinkram noch. Ich weiß noch nicht, was übrig bleibt. Werden wir gleich sehen. Und dann ist der hier auch fertig. Ist nicht mehr viel. Hier ist nur noch mal eine Abdeckung. Dann wie die Fernsteuerung zusammengebaut wird. Stimmt, da kommt dann noch die Gabel, die Stapelgabel und die Schaufel vorne dran und dann war es das auch. Also nicht mehr viel. Trinken. Dann bin ich durch. Habe ich jetzt schon geschafft. Nicht das Set hat mich geschafft, sondern ich habe das Set geschafft. So, und das kommt dann da rein. Juli. Jetzt. Das wird aber nicht tun. Und da kommen diese komischen Greifarme mit dem. Und da kommt wieder eine C-Clamp. So. Das Ganze darf ich dann gleich nochmal bauen, nämlich hier. Oh, in Düsseldorf. Guck mal. Ach, da baden sie. In der Stadt, genau. Huch. Ist wohl ein bisschen Wasser übergekommen, würde ich mal behaupten. Ist Crazy Borg, gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht, Crazy Borg. Ein Bötchen. Düsseldorf ist also Land unter. Was? Also das Wort ist ja. Ne. Da hast du aber wieder die Kanalrechnung nicht bezahlt. Da wird mir dann nicht sauber gemacht. Und schwuppdiwupp fließt das ganze Zeug dann an der falschen Stelle durch. Sekunde, ich bin gleich wieder. Du bist gleich wieder da. Ja, Mama Bibi. Also. Na dann.
Ups. So, das Set, das sollte ich nochmal ein zweites Mal bauen, das habe ich auch vergessen. So, Leute, der Hügel. Der Hügel, gute Nacht auch. Ja. Gute Nacht, Hügel. Denkt dran, Daumen nicht vergessen. Wo sind die Daumen? Da. Das suche ich. Das kommt da dran, das kommt da dran. So. Hier hinten kommt dann das wieder rein. So. Dann wird das Ganze hier dahin, dahin. Das mit Biege da dran. Okay. Zack. Zack. Hoch. Gerade bleiben. So, und dann geht das nach. Achso, da fehlt noch eins. Hoch. Wo ist es denn? Da. Da fehlt ein Teil. So. Tada. Guck mal, ein Cabrio. Auf Cabrio-Format schon mal erledigt. Jetzt kommt da noch so ein Dach drauf. Da. Das suche ich. Du, dir ist da was runtergefallen. Du bist schon wieder stromlos. Naja. Wieder Kater. Was hat der denn damit zu tun? Puppel da? Puppel da, wieso? Puppel da, ja. Warum? Puppel da. Puppel da. Na dann. Bierdosenhalter beim Cabrio sollst du nicht vergessen. Der Bierdosenhalter. Das Getriebe vom Defender ist fertig. Na. Puppel ist da. Tja. Dann. Der Daumen gerät in Vergessenheit. Leider. Müssen wir wohl doch häufiger wieder daran erinnern. Denkt an die Daumen. Genau. Du brauchst noch mal einen Daumen-Button. Ein Daumen-Button? Ja, den ich dann immer drücken kann, wo dann so ein Daumen aufpoppt oder so. Ein Daumen. Guck mal, ich guck mal nach einem Daumen-Button. Ja.
Oder nach so einem Abo-Knopf, ne? Ne, den haben wir ja. Ein Abo, da. Passiert da irgendwo was? Mhm. Ich brauche ja keinen Abo-Knopf. Ich brauche einen Daumen-Knopf. Ja. Und du brauchst einen leeren Mund. Hab ich doch. Ja, jetzt. Hallo Ed. Der ist schon wieder. Der will ja meine Kekse. Und aber meine kommt, Kekse. Und kommt da dran? Das weiß ich noch nicht. Über das, wenn er wollte, dann würde er, aber du versuchst ihn nicht zu lassen. Ach, das ist denn für die restliche Beleuchtung total. Okay. Okay. Nicht, dass der Kater sich jetzt auf deinen. Hier ist besetzt. Dieser Weg geht. Ist, hier ist kein Durchgang, Kater. Ja. Also ich denke, Prognose. In 3 Wochen bin ich fertig. In 3 Wochen bist du. Okay. Ed, lass die Kekse in Ruhe. 3 Wochen. Etwa. Circa. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nein. Ich hab schon viel geschafft. Naja. 7 Wochen oder so. Aber 8. Folge jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. 8? 7 oder 8 hatte ich aufgeschrieben gehabt. Schon ein bisschen Zeit. Dann wird das Ding ja im August noch fertig. Ja. In diesem Jahr noch. Genau. Das brauche ich. Die coolsten, die da unten sind. Hä? Suchst du was Bestimmtes? Nein, ist nichts da. Drück nicht so doll. Mach ich nicht. Na, Herrchen, hat eine leichte Klatsche. Oh, nicht mehr als sonst. Sei ihm verziehen mit diesem Modell. Bist du heute fertig? Jo. Ja, schon in den letzten Zügen hier. Echt? Das ist der Rest, was übrig geblieben ist, jetzt noch ein Teil. Das ist restlicher Baukram. Ja, komm, in den Felgen kommt dann noch eine Kleinigkeit rein und dann war's das auch schon. Genau so. Qualitätskontrolle läuft. Jo. Man muss ja mal gucken, was da gebaut wird, ne?
So. Und das kommt dann dahin. Und das kommt dahin. Gut. Ja, sollen dann die. Hey, mein Boot ist umgefallen. Ist aber nicht nett. Na. So, da habe ich die andere Seite genommen. Okay. Moment. Trinken, Ed. Vorsicht, Sprudel. Okay. Hm. So. Hm. Ich kann den Chat nicht lesen. Was schreibt er denn gerade? Nichts weiter. Ist immer noch Qualitätskontrolle läuft. Okay. Als Info. Oh Manu. So, das ist noch der zweite Außenspiegel. Das ist das und das und da. Gehst du wieder? Tschüss, Kater. Ich kann mir meinen Keks verändern lassen hier. So, und dann kommt das da rein. Jetzt kommt das da dran. Dann kommt das da drauf. Weiter vor und weiter zurück. Und mal gucken, was die was die Bestimmung jetzt sind für den Indoor-Spielplatz. Nicht so. Aber hier steht immer noch von wegen, dass die zu haben. Ja. Dann haben sie wohl immer noch zu. Auf der Google-Dings steht, dass die morgen um 11 aufmachen. Und das stimmt jetzt. Morgen mal anrufen und fragen? Und was ist mit dem, was wir noch hier da im Nachbarort haben? Das ist auch noch so eins. Das Sindbad. Sindbad. Nicht Sindbad, sondern Sindbad. Genau. So. Hagenburg, ne? Genau. Floppy Copy. Moin. Moin, Floppy Copy. Schau einfach nur ein wenig zu. Ja, wir müssen bei den restlichen. Bin in den letzten Zügen. Licht hat er jetzt auch bekommen hier vorne noch. So. Mal gucken, dass das noch richtig eingeknickt wird hier. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja. Hier ist da was abgefallen. Ja. Typische 1x1. An Klemmgeschichte hier. So. Das hält soweit, jawohl. Jetzt kommt noch eine Abdeckung. Für die Mechanik. Für den Schaltknopf da, den Anschaltknopf.
zweimal drei Platten. Nice. Ja. Ist so. Sieht irgendwie schon witzig aus. Ich habe hier noch so viele Teile übrig. Ich frage mich gerade, wofür das alles ist. Vielleicht sollte man sie noch irgendwie verbauen. Ich wollte mich aber nicht verbauen. Nein, die Teile einbauen. So. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wo noch was hingehört von. Ich habe nur ein Boot. So, das ist hier noch so eine Abdeckung, die kommt dann hier drauf. Damit da halt der An-Ausschalter versteckt ist. Boot. Ja. So an so einer 1x1-Noppe ist das hier befestigt, dann machst du das doch runter. Ist das süß. Dann hast du da deine Abdeckung da dran. Ah, hier eine Schaufel noch und Stapelgabel. Schäufelchen. Kleines Schäufelchen. Ja, die Schaufel ist aber genauso groß wie die vom Radlader, also vom ferngesteuerten Radlader von Kader. Ach so. Das ist schon mal ganz praktisch. Also falls es mal irgendwelche Probleme gibt. Wir hatten da ja letzte Woche einen Problemfall, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da kann man die Schaufel tatsächlich durch die Radladerschaufel vom kleinen Bagger ersetzen. So, da brauche ich das noch und die mit beiden Löchern, ne? Genau. Doppelloch. Doppelt gelochter Muffe. Bianca schreibt, dass mein Teil toll aussieht. Okay, sie schreibt auch, dass sie deins toll findet. Aber das unterschlage ich jetzt mal. Und danke für den Follow, Floppy Copy. Meins ist viel toller als dein. Ja, ja. Jawohl. Mimimi. Ja. Ich könnte auch mal den Ständer rausholen, aber der. Ja. Lass ihn drin. Genau. Bianca lacht mich aus. Oder an? Ich weiß es noch nicht. Sie lacht. Sie lacht dich aus. Warum soll sie mich aus lachen? Weiß ich noch nicht. Hast du doch gar keinen Grund für. Nein, bitte nicht den Ständer rausholen. Das war mir so klar. Das war so klar. Aber ich habe einen ganz tollen Ständer. Blumenspender, Ständer. Flower Power. So, das. Bianca, nee, lache niemanden aus. Das weiß ich. Und dann. Kriegst du den überhaupt noch ran? Ja. Ich muss nur gerade gucken, wie. Hashtag ist Ständer. Ja. Fehlen da Teile beim Boot? Nein, bisher noch nicht. Zum Glück nicht, ne? Nee. Also ich dachte erst, aber das lag daran, weil ich zu dämlich war zum Suchen. So, eine Seite. Beim Boot fehlen keine Teile. Das ist Gott sei Dank. Also wie gesagt, bisher. Also es ist ja noch nicht fertig. Irgendwie Bauschritt, was habe ich gesagt? 50, 60 bin ich gerade. 50, ne?
keine Ahnung. Nee. Tja. Greifer dran. Boah. Der passt gar nicht ins Bild. Genau, schieb ihn mal weiter rüber. Ja, so. So sieht er echt klein aus auf der Kamera. Was das ist meine Maße? Hand. 39 cm lang und 17,5 cm hoch. Ohne ausgefahrene Schaufel. Imperia, hey, ich bin eingeschlafen gewesen. Aber egal, wie ich sehe, hast du ihn schon beisammeln. Gab's Probleme? Oh, kabelfrickelig und so. Du weißt ja, dass da unten drin so ziemlich viel gekabelt ist. Ich krieg ihn auch nicht weiter runtergesteckt, weil das ist genau das Problem, was du ja auch hattest und dann ausgemerzt hattest. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Kabellage. Floppy, hier wäre normalerweise genug Platz für. Klar, nächste Woche Mittwoch geht's mit dem Boot weiter. Es ist einfach nur irgendwann, es ist einfach für mich zu klein, zu frickelig. Die Konzentration fehlt. Und von daher, ich bin seit 9 Uhr dabei und das sind jetzt knapp 3 Stunden, die ich jetzt dran gesessen habe. Und sorry, ich kann's nicht. Und dann höre ich halt auf und warte jetzt noch auf Tim ganz lieb. Und nein, also mit dem Boot geht's nächste Woche weiter. Ich habe nicht aufgehört wegen dem Fehlteil, sondern einfach, weil ich es von der Konzentration her nicht mehr hinkriege. Also dafür ist mein Leben auch irgendwie viel zu ereignisreich am Tag, dass ich mich da jetzt noch lange konzentriert mit beschäftigen kann. Dein Tagespensum ist damit halt durch und damit ist gut. Na, na gut. Mach doch nicht so. Nee, alles gut. Ich hab's auch nicht böse verstanden. Ganz und gar nicht. Ich wollte dir halt nur erklären, warum ich aufhöre. Und mal davon abgesehen, dass ich alles, was bauen geht, sowieso Schnecke bin. Ich fange dann nächste Woche mit dem Modular wieder an. Was denn für eins? Weißt du noch nicht. Stehen 2 zur Auswahl. Kannst ja mal wieder eine Umfrage starten. Für die 2 glaube ich nicht so großartig notwendig. Bianca, Tim, nur zeig mal, was er alles so kann. Ja, Moment. Ich muss jetzt noch die restlichen Sachen hier zusammenbauen. Imperia. Ja, die Kabel. Ich schäme mich. Ja, wieso? Das ist ja. Das Mock ist ja nicht von dir. Oder? Nee, Puppe Potzblitz. Was? Eve, hört auf? Wieso das denn? Ich hab dich auch lieb, ey. Ey, mir tun aber auch irgendwann echt die Finger weh, ne? Ja. Und wenn dann die Augen aufgrund der starken Lichtverhältnisse hier dann so an Energie auch verlieren, ach, echt. Ich mach nächste Woche Mittwoch weiter. Genau. Ist doch auch alles gut. Ja. Wie immer. Wie immer. Wie das immer. Stört mich irgendwie so gar nicht. Hier muss sich keiner rechtfertigen für die Geschwindigkeiten, der er sie es baut. Jesse hätte das schon längst fertig. Ja, Jesse baut auch off-cam weiter. Ja, der Ninjago Garden. Ich bin gespannt. Also ich habe... Ja, hast du da nicht auch so Interesse dran gehabt? Genau, ich habe da auch Interesse dran gehabt, habe es aber sein gelassen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich einfach in dem Falle Platzprobleme habe. Ich weiß nicht, wo ich das bei den Jungs hinstellen soll und da das noch nicht geteilt ist, habe ich das jetzt nicht gemacht. Ist doch auch alles okay. So, die Nummer 6, das ist das. Ich hätte eher gerne den Hafen oder so. Mhm. Das wäre schön. Hatte den nicht Dennis irgendwie zum Verscherbeli? Nee, ich glaube nicht. Den Hafen hat er nicht? Ich weiß der Meinung, er hätte den gehabt. Aber gut. So,
Ach, Himbiria. Wieso? Schreibt Rechtschreibfehler. Anstatt ein O in Lone Stone hat er ein I benutzt. Limestone? Oder Lone Stein? So, was, wo, wie, wann, wo, warum? Erst kaufen, dann bauen und dann kann man sich um den Platz Sorgen machen. Ja, schon, so. Floppy, Copy, aber letztendlich ist es einfach auch mit dem Boot so gewesen. Ich habe es auf den Tisch gestellt, habe gesagt, okay, ich baue das jetzt, wer will das Ding nachher haben? Dafür hat sich jemand schon gefunden und das ist eigentlich eher so, ja, meins. Also ich habe ja auch von Lego das Baumhaus gebaut mit Kirschblütenzeit endlich drauf und Beleuchtung und ja. Auch das darf gehen. Also auch das sucht irgendwo ein neues Zuhause und ist bei dir mal alles ein Zuhause sucht. Ich wäre vorsichtig, vielleicht brauchst du auch noch ein neues Zuhause. Da wäre ich ganz vorsichtig mit so einer Aussage. Weil dich habe ich ja nicht gebaut. Deswegen sage ich ja, da wäre ich ganz vorsichtig mit so einer Aussage. So, dieses und das, wir nähern uns der Ente. Das ist schön. Und wie wäre ich das aber ab von dem, was ich hier habe? Was ist denn das? Ach du Dubskopf, echt. In einer funktionierenden Ehe baut man sich gegenseitig auf. Ab. Auf. Ab. Ab. Was ist denn das Gegenteil von einer funktionierenden Ehe? Ab. Einen Mann bauen. Ja, Jesse. Hat was. Zack. Und zack. So, und damit haben wir die Stapelgabel auch fertig. Jetzt brauchten die Räder noch diese Verkleidungsteile. Moment, die waren hier drin, ne? Das ist von der Tüte her abhängig. Da, genau. Das waren die schmalen. Da rein und da rein. Ups. Und da rein. So. Dann ist auch das. Ach, da ist dann nochmal die Erklärung, wenn man die Gabelstapel dran macht. Okay. Gabelstapel. Gehört das mit dann dazu? Das ist ein Kombigerät. So, dann kommt an der Fernsteuer auch noch ein bisschen Gedöns dran, damit man nachher weiß, wie man steuert. Okay, machen wir. Diese abenteuerliche Konstruktion. Das und das.
Ja, schauen wir das. Dann kommt das und das. Zornbot, so. Das und so. Okay. Schwarze Pins. Die beiden, das machen wir dran. Also ich muss sagen, es bleibt verhältnismäßig viel übrig. Wird schon so stimmen. Zack. So. Fernsteuerung fertig. So, das auch zusammengedeckelt, das auch zusammengetackert. Das ist alles, was übrig bleibt. Das ist viel, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon einiges. So, dann wie gesagt einmal die Gabel plus dazu dann das Montagestück. Und dann haben wir hier den kleinen Teleskoplader. Bitteschön. Mal gucken, ob das klappt. Machen wir mal den Motor auf und starten den Motor. So, dann verbinden wir den Motor noch. Und dann können wir also der Nachteil ist, man muss fürs Licht muss man das die ganze Zeit den Knopf halten. Also das müsste man dann anders lösen und wahrscheinlich dann im Dauerbetrieb irgendwie geht wahrscheinlich auch nicht, das einzuschalten, weil es halt nicht an der Batteriebox hängt. So, Moment, jetzt wollen wir mal gucken, vorfahren, Stück. So, und jetzt. Ups. Also was Simberi ja gemacht hat, er hat zugesehen,
dass der Arm halt noch ein Stück tiefer kommt, weil hier drunter liegt ja die gesamte Kabellage. Und dadurch geht der Aktuator halt nicht bis runter. Ich glaube, an dem einen Stein liegt er sich. Ja, wobei, der liegt. An der einen Stelle ist ein Stein und da liegt er genau drauf auf. Ich weiß nicht, ich sehe es hier. Naja. So viel zu dem. Er läuft, auf jeden Fall. Und er fährt. Hey. Ja. Optisch auf jeden Fall echt gelungen und ich bin der Meinung, auch sein Geld wert. Er hat einen entsprechenden Spielwert auf jeden Fall. Von der Konstruktion her, das, was wirklich frickelig ist, ist die Verkabelung vom ganzen Set. Aber so von den Anwendungen her. Er hat halt die ganzen Funktionen, die er haben soll. Das ist das Wichtigste mit da dran. Ein Teleskoplader. Ja, ich weiß, du kannst da so viel mit anfangen wie... So gar nichts, ne? Er ist das schön. Er ist grün. Er ist grün. Und weiß. Und schwarz. Er ist grün. Und fährt hoch und runter und fährt vorwärts, rückwärts. Okay. Ja. Dementsprechend machen wir das Ding jetzt erstmal wieder aus. So. Nicht, dass er so viel Batterie verbraucht, ne? Jo. Geschafft. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum Ende geschaut habt. Genau, ein landwirtschaftliches Gerät halt. So sieht's aus. Der Gerät. Und ein bald fertiges Piratenschiff. Naja, irgendwann. Bald. Na gut. Ja. Die Müdigkeit trifft uns so langsam. Zweimal fast eingepennt. Na dann. Dann leg dich jetzt hin, Lone Star. Und geht für uns alle auch, ne? Ab ins Bett. Feierabend für heute. Till, du bist ja auch noch da. Vielen Dank fürs Zuschauen und alle, die noch keinen Daumen dagelassen haben. Schmeißt noch einen rein, würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. In alter Frische. Genau. Gibt's was Neues zum Bauen. Und dann schauen wir weiter. Genau. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.